Pizza. Ananas mit Pizza? Ja. Also, nein, 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 nein. Dieser ganze Satz. Ananas mit Pizza. Mit Pizza. Also, Ananas auf Pizza. Pizza. Kommt auf die Ananas. Also, Ananas auf Pizza finde ich ja schon gut, ne? Also, lecker Hawaii-Pizza und aber, so. Aber stell dir vor, du nimmst den Boden Ananas und machst es wie eine Pizza. Kann nur geil sein. Dieser Gedanke ist verstörend und interessant zugleich. Ich muss wirklich, ich muss mir den Magen was poppen lassen, sonst sterbe ich gleich. Das wäre genauso zu sagen wie, baue hier einen Boden mit Holz. Nein, ich baue Holz mit Boden. Genau so, entschuldige, ich bin schon durch. Ich bin heute durch, ich bin einfach komplett durch. Ich stand vorhin vor dem Kühlschrank und sag so, ich glaube, ich nehme den Frischkäse, was habe ich gesagt, wenn der noch erlaubt ist oder so, ne? Nee. Ich hab keine Ahnung. Irgendwie so, und ich wollte eigentlich sagen, wenn der noch gut ist. Nee, wenn er noch da ist. Und ich hab den in der Hand, wenn der noch da ist. Und ich wollte eigentlich sagen, ob der noch gut, ob der haltbar ist. Oder? Okay. Ja, ich glaube, er ist noch da. Du hast ihn in der irgendwie Hand. So. Ja, ich wollte auf jeden auch, Fall, wir, ganz kurz, ich wollte auch das Brötchen messern, ne, also. Oh Gott. Ja, Timo, das ist ja normal. Timo. Mhm. Timo, das macht das Alter. Ja, ja, das ist das Alter. Also, das Alter macht mich, das macht mich alt. Eines Alters macht mich alt. Was für eine Erkenntnis. Das macht mich jung. Und frohe Ostern übrigens so, ne? Ja, frohe Ostern. Ja, ja, okay. Ich habe im Stream auch schon was versteckt. Ja. Wir wollten so zu so einer Schatzkammer gehen. Und während der Vorbereitung ist Guy mal aufgefallen, dass er verfolgt wird. Daraufhin kam es dann irgendwann mit Miosa hatte mit meinen Verfolgern eine Auseinandersetzung. Mhm. Am Ende kam wieder mal die Stadtwache, natürlich nachdem alle tot waren, wie immer. Und jetzt gehen wir am nächsten Tag dahin. Yay! Ach ja, in der Schatzkammer ist ein goldener Drache. Sehr wahrscheinlich. Ah. Mhm. Okay. Eventuell wichtig. Eventuell. Geimer soll nicht mit ihm reden, warum auch immer. Ja, wir setzen dann da wieder ein. Und danke, Glut. Ich habe das Versteck gefunden. So, also es geht los. Dann kann ich ja jetzt hier erstmal das Wichtigste machen für heute. Also. Wo genau starten wir, dass wir aufstehen? Ja, am nächsten Tag wieder. Taverne. Ja. Dann würde ich aufstehen, runtergehen und mir was zu Frühstück machen. Emma würde wahrscheinlich sogar schon mal unten sein. Einfach nur mit der Frage, wann wir aufbrechen nochmal wollten. Dann, wenn alle wach sind und wir gefrühstückt haben. Achso, nach dem Frühstück. Alles klar, ich geh da mal unsere Bekleidung holen. Ich muss doch erstmal wach werden. Geimer braucht ein Stück. Und dann würde ich da unten. Ich würde mir einen Kaffee machen. Ja. Geimer geht schon mal los. Ja. Lady Miriel kommt dann auch irgendwann runter. Und setzt sich zu Miosa und trinkt ihren Kaffee in Ruhe. Nikolas kommt dann auch irgendwann runter. Mit Malis in Begleitung. Ah, ihr entscheidet, wie es weitergeht. Ne? Ich guck gerade eben. Na. Oh mein Gott. Nach der einen Frage. Ja. Der Kampf. Der gute alte Kampf. Nein, wenn die runterkommen, ist der Kopf von Muse auf dem Tisch. Die ist todmüde. Alles gut? Was? Ja, ja. Mhm.
Machen wir so. Ihr habt's gehört, machen wir so. Ja. Was machen wir so? Hast du Fieber? Wird einfach deine Temperatur. Ich hab kein. Nicht im Gesicht. Meine. Ich hab kein Fieber. Bin einfach nur müde. Wie? Was? Was wie? Du hast mit am längsten geschlafen von uns allen. Ich war als erstes wach, ich war als erstes im Bett, war als erstes wach, aber war komplett beschissen geschlafen. Auch ich darf mal scheiße schlafen. Dornröschen. Vorsichtig. Ich hab mit dir sowieso noch Hühnchen zu rupfen, das weißt du, ne? Mit mir. Ja, mit dir. Erledigen wir das jetzt, dass ich es hinter mir hab? Es bringt nichts, wenn du mit einem halben Ohr zuhörst. Ich höre dir zu. Die Sache mit der Stadtwache gestern Abend, ne? Ich hab mit der Stadtwache nichts gemacht. Ich erinnere mich, dass du sehr lautstark gegen den Hauptmann gewettert hast. Es war unfair. Was war unfair? Du hast den Hauptmann für etwas angeschrien, was sein Job ist. Nee. Sie war, oder eine Aussage, sie war nicht rechtzeitig da. Die Zeit war für mich länger, als sie eigentlich war. Trotzdem musst du dir angewöhnen gegenüber, gerade du solltest dir angewöhnen gegenüber der Stadtwache, deinen Ton im Zaum zu halten. Weil ich einmal meinen Mund aufgemacht habe. Es geht nicht darum, dass du den Mund aufgemacht hast, es geht darum, wie du ihn aufgemacht hast. Ja, es war einmal. Das heißt hier einmal, es war mir das erste Mal, dass wir ein Problem mit der Stadtwache hatten. Es war aber das erste Mal, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. Es tut mir leid. Auch ich kann mal bei solchen Leuten die Geduld verlieren. Nein, das Ding ist, die Stadtwache hat uns bisher noch zum Teil in Ruhe gelassen, weil wir unbekannte Freunde bei der Stadtwache haben. Mhm. Das Ding ist, diese Freunde können uns nicht ewig decken. Also, wir sollten uns wirklich, also, insbesondere ihr solltet euch angewöhnen, mich etwas gewählter auszudrücken, auch mit einer Art und Weise, sich auszudrücken. Ich sage nicht, dass dein Punkt falsch war. Ich sage nur, die Art und Weise war falsch. Gut, dann bin ich ab jetzt, wenn die Stadtwache da ist, mucksmäuschen still und lache in meine Maske hinein. Wenn du das für richtig hältst, dann mach das. So kann ich nichts Falsches sagen. Und du bist beleidigt. Ich bin nicht beleidigt. Nein. Es ist eine Alternative. Dann muss halt jemand anderes für mich reden, bevor ich irgendwas Falsches sag. Was ich versucht habe. Ja. Das kann man ab jetzt machen. Ich halt meine Schnauze und du kannst reden. Ist dann besser? Ich weiß, was du meinst. Danke. In einem Moment, wo sie die Maske so richtet. Ich gehe mich fertig machen. Wir haben, wenn wir Pech haben, einen langen Tag vor uns. Einmal schon unterwegs, um seine Begleitung zu holen. Keine Ahnung. Vermutlich die bärtige Zwerge. Den Zwerg ohne Bart. Ah ja, stimmt, so war es. Ich bin auch noch müde. Ich gehe mich frisch machen. Und dann wird sie hochgehen und sich fertig machen. Hm.
Macht noch jemand etwas Bestimmtes in der Zwischenzeit? Nikolas? Da wir ja eh kurz auf Geimer warten und das ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich müsste dich einmal kurz entführen, wenn das für dich okay ist. Okay. Ich müsste du mich einmal zu mir nach Hause. Okay. Ja. Wie spät haben wir das gerade ungefähr? Es ist noch morgens. Morgens? Ja. Ja. Hätte ich gesagt, so gut wir sind, so also gut kommen, dann lass uns eine Stunde aufbrechen. Okay. Ja, dann haben wir hoffentlich genug Zeit, das zu erledigen, was du machen möchtest. Komm, ab. Okay. Dann steht jetzt ein Besuch bei Onkel Oswald wart. Mhm. Ne, die Miriam macht dann die Bar irgendwie sauber. Ja, du kriegst natürlich tatkräftige Unterstützung von Liv. Mhm. Gut. Wenn sonst nicht anliest, dann springen wir zu Onkel Oswald. Mhm. Ihr kommt bei dem Anwesen von Marlies an. Werdet hineingelassen. Und werdet dann von Oswald empfangen. Und er guckt ein bisschen irritiert. Marlies, ich hatte euch noch nicht so früh diesen Monat erwartet wieder. Mhm. Ist etwas vorgefallen? Ja. Und zwar, ich weiß es. Mutter nicht mit mir spricht und auch euch habe ich in letzter Zeit arg enttäuscht. Aber ich habe eine Bitte und es wird ein Gespräch zwischen dir und meiner Mutter sehr wahrscheinlich führen, weil mir hört sie nicht zu. Und zwar möchte ich um euer beiden Segen bitten zwischen mir und Nikolas. Der Blick geht rüber zu Nikolas. Ich lächle ihn so ein bisschen an. Die Rede. Ja, alles gut. Marlies, ihr wisst. Ihr setzt eure Ansprüche in den Erwartungen, die ich zu euch habe, sehr hoch. Das gefällt mir. Hohe Ansprüche sind hohe Ziele. Das ist ein großer Ehrgeiz. Natürlich solltet ihr das tun, was ihr für richtig haltet. Auch wenn ich nicht immer der gleichen Meinung oder eure Entscheidung vielleicht gutheiße? Es ist doch trotzdem eure Entscheidung. Und was eure Mutter betrifft, nun, das wird schwierig. Ich gebe mein Bestes. Ja. Aber hofft nicht zu viel. Mhm. Ich weiß, wie Mutter ist. Ja. Nun dann. Macht eure Sachen. Habt Spaß. Und versucht, der Stadtwache ein wenig aus dem Weg zu gehen. In letzter Zeit höre ich dort viele beunruhigende Gerüchte. Aber was du versuchst. Wir geben unser Bestes. Mhm. Gut.
Geimer. Ja, bitte, ich komme zurück. Du kommst zurück, in Begleitung. Natürlich. Es fehlen zwei Leute. Es geht gleich los, die anderen sind gleich da. Ich habe ja für den ganzen Tag gebucht, das war hell. Naja, alles gut. Ja. Die kommen bestimmt gleich wieder, die sind bei Onkel, bei Madis Onkel. Ihre zweite Hälfte wird sie schon da bleiben. Ja, die andere setzt sich hin und trinkt ein bisschen was. Guckt zum Raum so und ihr habt so in ihr ist so dieser Blick so von wegen, so dem Motto, ach, also wenn der Blick was aussagen würde, dann würde das wahrscheinlich auch sagen, sowas wie, ach, ich bin schon für seltsamere Sachen gebucht worden. Ach, mein Team ist da. Gut. Die anderen kommen dann irgendwann nach. Ja, ich komme irgendwann runter, schnapp mir meinen Katana und geh wieder hoch. Ruft mich, wenn es soweit ist, ich bin draußen. Ja. Ich denke, wir wollen theoretisch gleich los. Ich gehe mir noch schnell meine Rüstung anziehen. Ja. Ungefähr eine halbe Stunde nach Geimer kommen dann Nikolas und Marlies wieder zurück. Ja. Ach, danke, ja. Ja, ich. Schon im Charakterbogen eigentlich. Ihr wisst einfach, wie vergesslich ich bin. Dankeschön. Ja. Ach, ist sogar noch eingetragen. Dann sind wir jetzt wieder alle in der Taverne. Unten? Wenn er mich ruft, ja. Okay. Irgendwer würde ich schon hochgehen und dich rufen. Quer durch den Raum schreien. Musa! Ja, Geimer würde einmal laut deinen Namen rufen. Ich hoffe, meinen richtigen Namen. Nö, Spitzohr. Dann kommt nichts. Man nutzt immer nur die Spitznamen. Oder fast. Da hört sie nicht mehr drauf. Frau Onesto, antreten. Ja, sie kommt. Und sein Spitzohr scheint ganz schön schwerhörig geworden zu sein. Dabei hat sie doch so große Spitzohren. Oder du einfach nicht wirklich nett. Ich habe dich gehört, aber ich habe dir lediglich schon des Öfteren gesagt, du sollst mich nicht so nennen. Ja, aber zuck mir die also Tone. Lass es, oder wir haben ein Problem. Das entlaufende ja, Meter kann man gerne mal überhören. Hört auf euch zu streiten, wir haben jetzt ein Wichtigeres vor. Ei, ei, Chef. Okay, ich wollte... es tut mir leid, Geimer. Ich dachte, ich mache auch meinen kleinen Spaß. Geimer scheint absolut nicht gekriegt. Ich weiß, wo wir hin möchten. Ich habe euch die Situation erklärt, warum nur ich das weiß. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet auf das, was uns eventuell erwartet. Ich würde dann... dann einmal umgucken, um zu gucken, ob wir alles haben. Ich würde dann so gucken, ich sehe dann so die, ja, die Zwergen ohne Bart. Gut. Dann würde ich so irgendwo Fenris an, gucken. Genau, irgendwo an dem Tresen steht Fenris so angebeult mit dem, angelehnt mit dem Beutel an deinem Gürtel. Gut, dann gucke ich nochmal in meinen Rucksack, sehe die Schriftrolle. Gut. Ja. Dann lasst uns los. Oh, Nimae, ganz kurz. Ja. Einen Tag vorher hätte ich Dings Bescheid gesagt. Jörg? Hatte ich Jörg gesagt? Jörn. Ja, Jörn. Ich wollte gerade sagen. Ich hatte ihm Bescheid gesagt, ob er vielleicht ein bisschen früher kommen könnte. Ja, klar.
dass er dann da ist, wenn wir gehen. Ja, er würde sagen so, jo, mach ich. Er scheint sowieso irgendwie kein Privatleben zu haben. Er scheint, so 90% des Tages befindet er sich irgendwie in der Kneipe. Sonst ist er eigentlich schon immer da, wenn ihr aufsteht und macht schon sauber. Er ist auch der Letzte, der geht. Actually, er hätte dich dafür gesorgt, dass er in sein eigenes Zimmer irgendwie kriegt, wenn er hier schon pennt. Wenn er schon die ganze Zeit hier ist. Und er hätte sich rüber gefreut natürlich dann. Aber ganz kurz, ich hätte das mit den anderen abgeklärt. Ist das für euch alle fein? Welches Zimmer ist die Frage? Wir haben so viele Zimmer. Es ist kein mehr frei. Das letzte freie Zimmer ist die Bibliothek. Warte, ich ziehe euch nochmal eben auf die Karte davon. Ich habe sie gerade mir nochmal geöffnet. Aber ja. Wir haben noch den Trollskull-Männer. Kennt ihr das, was Trollskull-Männer ist? Ja, irgendwie. Oh. Seit wann bin ich ganz oben? Ich bin nicht ganz oben. Nee, wo ist wolltest du aber haben. Ja. Nein. Geil, Mann, Lady. Doch, du wolltest ganz oben. Ihr wollt nicht unsere Werkstatt reinbauen. Mjusa, da bin ich. Warte mal, wo bist du denn jetzt? Spare Room. Ja, ich wollte in beide Räume das Ding spawnen. Steht auch in meinem Charakterbogen noch. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich das da haben wollte. Ich auch. Du kannst aber ja auch oben andere Räume immer noch umbauen, ne? Also zum Beispiel, du kannst ja, Ging's ja um das Ding. Nein, du kannst ja auch einfach, du kannst ja deinen Schlafraum da oben haben und unten einen anderen Raum umbauen zur Praxis. Du kannst auch die Bibliothek umbauen oder den, ne? Das ist ja, es muss ja nicht direkt nebeneinander liegen, das meine ich. Ja, wollte ich gerade sagen, wir können ja auch hier die... Wolltest hier du können wir ja die Praxis hinbauen. Ein Fall für die Bibliothek, ihr werdet einen Fall für die Bibliothek abzubauen. Das hat Galma nicht vor. Nein, aber das ist die Aussage, ne? Also das sind ja. Außerdem bestehen ja noch die Möglichkeiten. Sie sagen, nee, dann kann er ja nicht, dann ist hier kein Platz mehr frei. Okay, perfekt. Dann ja gut. Naja, wir können das eine Schlafzimmer da ganz oben, ich glaube, demnächst einfach mal frei machen. Mal ist der Nikolas. Ja, der zieht einfach zu Nikolas ins Zimmer dann, okay? Siehst du? Ja, dann würde das wieder gehen. Aber es ist halt eure Sache. So, ihr wollt zum Ding. Moment, ich muss mal immer die richtige Karte suchen. Nikolas weiß ja hundertprozentig exakt genau, wo wir hin müssen. Wir bauen einfach den Geheimraum um in ein Zimmer. Ich guck mal eben, ist das hier das? Ich muss eben gucken, ob. Wir hatten Fog of War an, ne? Nein. Ja. Oder habt ihr mit dynamischem Licht? Ja, Fog of War. Fog of War, so rum. Wir hatten kein Licht, nein, wir hatten kein dynamisches Licht. Okay, darum geht's mir nämlich einmal nur. Damit ich das eben einmal... Leider nicht. So, ihr kommt an einen alten Turm. Ich breviere euch mal eben so ein ganz bisschen hier eben was, damit ihr einen Platz habt, wo ihr schon mal... Damit ihr ein bisschen was seht und wo ihr schon mal Tokens platzieren könnt. So. Und dieser Turm so, sieht ungefähr... So, guck mal. Da habt ihr was zu gucken. Ne? Ja. Ich mach mal eben. Jetzt hängt hier gerade alles. Super, sehr gut. So. Der Eingang zu diesem Turm ist hier. So. Also ziehen wir uns da oben. Genau, das unten war nur, damit ihr erstmal schon mal anfangen könnt. Ja. Niklas, auf jeden Fall würde der Stein sagen, hier ist der geheime Eingang. In dem Gebäude ist der versteckt. Kann ich irgendwo Öffnungen erkennen oder irgendwo Art Runen, Schriften, ähnliches? Nö, aber dieser Turm, machen wir mal einen Wahrnehmungswurf, wenn du das so anschaust. Ja. Hm? Wo ist der Schlüssel? Der hängt da, das Band ist doch nicht mehr dran. Ja, du siehst auf jeden Fall Fußspuren auf dem Boden, du hörst von drinnen Geräusche, der ist bewohnt.
da scheint noch jemand dran zu wohnen. So, ich würde zu meinem Stein fragen, so, soll der bewohnt sein? Der Stein so, keine Ahnung, gehöre ich jetzt zum Stadtrat? Und das ist der geheime Eingang in die Kammer? Ja, hier drunter. Hier drunter. Okay. Sieht denn die Umgebung aus? Außer dem Turm? Die ist halt relativ leer, kann man sagen. Also der Turm steht ein bisschen vereinzelt. Scheint schon ein bisschen länger leer gestanden zu haben. Es stehen noch ein paar Häuser natürlich drumherum, aber um diesen Turm ist so ein bisschen Freifläche. Aber jetzt nicht irgendwo eine Klippe oder sowas zufällig. Nee. Der ist schon relativ nah an der Küste, aber... Okay. Magnus würde einmal an die Tür treten und klopfen. Ja, die Tür geht auf. Ihr könnt 4 Wächter sehen, die das Zeichen eines Adelshaus hier aus Waterdeep. Ich muss mal eben ganz kurz genau schauen, wie das hieß. Moment. Das habe ich natürlich jetzt gerade vergessen. Da steht da. Rosna. Ja, scheiß Wort. Ich hasse das, wenn mit SZ gearbeitet wird. Das ist dir bekannt. Ja. Was? Dann Rosna. Roschner, genau, danke. Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Sie wünschen, sind Sie weitere Mitglieder der Gilden? Nun, uns gehört die Taverne Lift zur singenden Dinge und unsere Lady Ravengard möchte gerne die Herr dieses Hauses gerne zu diesem Etablissement einladen und wir sind die Miteigentümer und ich trete dort auch hin und wieder auf und wollte auch schon mal, wenn wir empfangen werden, ein wenig meiner Spielmannskunst zur Kostprobe vorspielen. Genau, und eine Ravengard rennt hier einfach so in Begleitung von irgendwelchen Leuten durch die Gegend. Und als nächstes wollt ihr erzählen, dass ich Elminster bin, ne? Ich zeig auf sie, also auf Lady Muriel. Okay. Ich werf vorsichtig. Wohl an, hast du hast ja bestimmt einen Siegelring, oder? Du hast ja einen Siegelring, ja, oder was? Wenn den, du den einfach. Ich strecke auch meine Hand aus und zeig den vor. Also. Peinlich. Ich werde gleich mal meine Magielehrlinge hier zusammenrufen, so als Elminster. Ja, einen Moment. Er verschwindet ja ganz schnell mit rotem Kopf. Das ist wirklich so mies, also im Hintergrund. Peinlich. Oh Gott, meine Stimme. Ja, und es wird ein Raum aufgedeckt. So, kann ich, mache ich so eben. Ja, das Besuch. Und dann und ihr werdet hereingebeten und könnt in diesen Mittelraum gehen, der dort ist. Ja, natürlich den Vortritt. Genau, die anderen werden, ihr seht, dass halt eine Dame noch im Gespräch mit den anderen ist und die dann dankend wegschickt. Ihr erkennt die, das sind alles Vertreter von verschiedenen Gilden. Ja, das sind Zimmereileute und sowas bei und sowas. Die habt ihr alle schon mal selber getroffen, als ihr eure Taverne wieder herrichten wolltet. Und sie schaut euch jetzt an. Wie kann ich euch helfen? Nun. Wir sind die Besitzer der
Gastwirtschaft Lift zur singenden Klinge. Ja, ja. Und das ist mir bewusst. Weiter, weiter. Ja, Lady Ravengard würde sich sehr freuen, eure Anwesenheit dort, wenn sie mit ihrer Anwesenheit dort erfreuen. Und ich als Baden aus der Estelmer-Familie würde, die dort auftritt, würde ganz gerne auch meine Spielmannskunst einmal zum Vortragen bringen. Man kommt ja nicht immer zu solch wunderbaren Gelegenheiten. Und wann kommen wir zu dem Punkt, wo wir über die Aufteilung des Drachenschatzes reden? Moment, Mumiöse, das Kichern anfängt. Ihr wollt. Woher wisst ihr es? Was glaubt ihr, warum ich diesen Turm gekauft habe? Okay. Ja, das ist vollkommen okay. Und ich würde sagen, wir können hier zu einer guten Einigung kommen. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst, wie man Zugang zu dem Gewölbe erlangt. Ich kann immer deutlich nur auf die Zwergenfrau. So, ich habe den einzigen anderen Zugang dazu. Also, ihr müsst durch meinen Turm. Tja, ihr habt etwas, was ich brauche, und ich habe etwas, was ihr braucht. Ich fordere nichts anderes als gleiche Aufteilung des Schatzes mit an mich. Unter einer Voraussetzung. Die wäre? Ihr helft uns, den Schatz überhaupt erlangen zu können. Denn sicher mitbekriegt, was sich in dem was in der Höhle verborgen ist, ne, richtig? Nun, also, wie gesagt, ich habe meine Forderung gestellt und dabei bleibt es. Wenn ich nicht einwillige, könnt ihr nicht weiter. Was wollt ihr machen? Ja, aber wenn wir in diesem Hort versterben werden, kommt ihr auch nicht an den Schatz. Es gibt Mittel und Wege. Mietklingen sind günstig. Um einen Drachen zu töten. Wer redet denn von töten? Ihr seid alle so... Wie vorhin noch mit dem Drachen reden. Zu halten. Das ist eure Aufgabe. Ich werde nicht gegen einen Drachen kämpfen. Und glaubt mir, ich bin nicht so wortgewandt wie ihr gegenüber solchen Geschöpfen wie vielleicht andere. Ihr habt doch eine Bardin. Die wird doch wissen, wie man mit Worten umgeht. Nun, ja, natürlich, ich werde so zwecher kaum baden, wenn ich nicht mit Worten umgehen könnte. Also, sind wir uns einig? Ihr dürft durch meinen Turm und ich werde beteiligt. Welche Höhe sprechen wir über diesen Anteil? Gleicher Anteil. Das Ding ist, wir hatten in keinster Hinsicht vor, das Geld für uns zu beanspruchen. Wir hatten vor, das Geld denen zurückzugeben, denen es gehört. Dann sehe ich nicht den Grund, warum ich euch durch meinen Turm lassen sollte. Es gibt Mittel und Wege, wie wir trotzdem reinkommen. Es gibt auch Mittel und Wege, wie ich an die Schlüsselkammer. Wollen wir das Gespräch das nicht was. Ein wenig runterfahren? Wir beruhigen uns hier. Stimmen ein Lied an. Und wenn die Gemüter runtergefahren ist, lernen wir das Ganze nochmal. Meine Bedingung bleibt.
Ich will einen angemessenen Teil des Schatzes für mich. Ich schlage vor, da wir uns auch noch mit dem Drachen rumschlagen dürfen, bekommt ihr 25%. Mach mal bitte einen Wurf auf Überzeugen. Ist das nicht mehr als ein gerechter Anteil? Schatz durch sie. Sie ist raffgierig, die will alles haben. Sie will die Hälfte. Nein, sie will die Hälfte davon. Nein, nein, sie will. Nein. Nein, 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 sie will nicht die Hälfte. Es sind, ihr seid 6 Leute, mit ihr wisst 7, sie will ein Siebtel. Ja, und du hast gerade 25, das ist mehr. Ja. Man greift sich einfach nur an den Kopf. Ja. Okay. Naja, aber er hat aber auch gesagt, dass ihr eigentlich den Schatz komplett weggeben wollt, also würde sie 0 von 0 bekommen. Also ein Siebtel von 0 ist immer noch 0. Exakt. So. Ein Siebtel vom Ganzen mal. Also ja. Was ihr mit euren Sachen macht, ist mit eurem Schatz ist mir egal. Wenn ich meinen Anteil behalten kann, sind wir im Geschäft. Gut. Sie hält dir die Hand hin. Dann schlag ich mit, schlag ich grummelnd ein. Dann tritt sie hinten an die Wand, an den Kamin und drückt ein paar Steine und es geht eine Geheimtür auf. Die, runter, einen Gang runter führt. Und ihr könnt sehen, einen relativ langen Gang runter. Und dann vor einer riesigen Tür endet. Ich muss mal gucken, ob ich da ein Handout für habe. Einen Moment. Ich schau mal eben für euch. Ich habe doch bestimmt Player Handouts. Ich möchte gerne bitte. Nein. Ach, nicht bearbeiten, ich bin ja auch. Zack, vor dieser großen Tür. So. So. Fenris tritt vor diese Tür, macht das ganz schnell, macht Beutel auf und lässt da die Hände fallen. Und ihr könnt sehen, dass eins dieser 3 großen magischen Siegel, die an dieser Tür festbefunden sind, aufhört zu leuchten. Ich würde einfach die Zwergendame vorschieben. Ja, sobald sie an die Tür berührt, das nächste Siegel. Er meldet sich freiwillig. Ich würde mich melden. Ja, Müse auch. Entscheidet euch. Ich würde rangehen. Ja, dann nehme ich eine Schriftrolle raus. Würde die Formel zaubern, dann würde Mio so unsichtbar werden. In dem Moment geht das letzte Siegel weg und diese Tür öffnet sich ächzend. Und ich ziehe euch auf eine andere Karte. Wie lange bin ich unsichtbar? Eine Stunde. Eine Stunde, es sei denn, du machst etwas, du zauberst oder du greifst an. Nein. Du hast einmalig Vorteil, ja, auf den Angriff. So, jetzt muss ich mal eben einmal hier schauen. Nee, ich muss das irgendwo machen. Okay. Ich muss mal eben kurz ein bisschen. Ich mach das gleich weiter auf. Das ist nämlich schon diese Tür. Ich muss nur eben einmal ganz kurz. Nee, das muss ich später machen. So. Der Eingang öffnet sich. Der Eingang ist relativ groß. Ihr seht hier 3 Säulen, die sehr verfallen in der Mitte rumhängen. In 8, also die Decke, oh genau. Die Decke ist 24 Meter hoch. Gut zu wissen. So.
In den Nischen habt ihr... Genau, hier in diesen Nischen sind Türen eingelassen. Ja. So hier, ne? Sind Türen eingelassen, 12 Stück. Und Brücken sind zu sehen. Ich muss mal einmal kurz gucken. Die verbinden... Achso, über euch ist genau, über diesen Säulen seht ihr Steinbrücken. Jetzt muss ich das mal eben kurz klarifizieren. Und diese Steinbrücken sind, hier ist eine Brücke zu sehen, da und da. Die sind über euch, deswegen sind die nicht auf der Karte. Mhm. Also diese 6 Knubbel hier sind jeweils mit, da ist eine Brücke, hier ist eine Brücke und da ist eine Brücke. Ja, dass diese Säulen, die in der Mitte stehen, sind eigentlich die Brückenpfeiler. Die sind aber zum Teil schon kaputt und eingestürzt. Okay. Ihr dürft eintreten, machen, was auch immer ihr wollt. Sneaky, sneaky. Auch reingehen, langsam vorsichtig. Ich würde mal so die Wände und die Architektur hier einmal anschauen. Aber an könnte ich ausmachen, welches Volk das erbaut hat. Mach mal einen Geschichtswurf. Ja, ist ein bisschen schwierig. Also könnte Zwergengewölbe sein, könnte aber auch vielleicht eine Spur elfisch sein. Oh, du bist dir nicht ganz sicher. Hier links und rechts sind, also das sind Türen. Ja, das sind 12. Ja, das ist 12. Genau, das sind Doppeltüren. Ja, das ist eine Tür jeweils. Okay. Eine Tür, zweite Tür, dritte Tür, vierte Tür. Das sind 12. Das sollen 12 Doppeltüren sein. Ah ja, genau, hier unten sind ja auch noch 2. Ich habe gerade die anderen 2 gesucht. Ich hatte gerade 10 gezählt, aber. Ja. Lauschen. Du hörst nichts. So lauschen kann ich und noch unsichtbar bleiben, oder? Mhm. Okay. Erst wenn du etwas Gewaltsames tust, sagen wir mal so. Okay. Dann hört ihr ein Flüstern aus der Richtung, hier ist nichts. Ich höre nichts. Was war das für eine Frage, Schweini? Da unten, das sind auch Türen, gell? Ja. Okay, ich traue keinen dieser Türen. Okay. Ja. Es ist generell sehr ruhig hier drin. Ne? Das Einzige, was ihr hört, ist euer wieder. Das die Geräusche von euch und was sich in so einem Echo wiedergibt, weil ihr seid in einem sehr großen, leeren Raum. Ihr habt auf jeden Fall ein Echo. Ein sehr, sehr gutes sogar. Von Marlies ein Zauber gewirkt. Mhm. Und mit diesem Zauber Prestidigitation würde ich meine Laterne entzünden. Hm. Es herrscht dann Licht für dich. Hier drin ist dunkel, ja, dann ist leuchtet 60 mein Schild. Fußboden vor mir helles Licht habe. Ja. Ich bringe mein Schild zum Leuchten dann noch. Mhm. Ihr habt auf jeden Fall genügend Lichtquellen jetzt. Was macht ihr weiter?
Also da vorne in dem Bereich war das übrigens auch kein Problem, dass kein Licht herrscht, weil von draußen genug Licht reinkommt noch, ne? Aber ihr könnt nach hinten sehen, dass das wirklich das kein Licht ist. Es sind hier keine Fackeln an. Gerade für den User zum Beispiel und für Nikolas ist halt sehr wichtig. Ihr seid, glaube ich, ihr wart menschlicher Natur, ne? Ich habe auch halb keine dunkle Sicht. Ab 60 Fuß dunkel. Ah, halb elf warst du, okay. So halb war das. Elf. Ja, war ich ja halb richtig. Mhm. Ja, dafür, Galmer hat ja keinen. Okay. Dann zu mir. Ja, dann mach die Tür mal langsam und vorsichtig auf. Werde ich die Tür langsam und vorsichtig versuchen aufzumachen? Geht nicht. Du stellst relativ schnell fest, dass diese Tür in die Wand gehauen worden ist. Möchte ich mal da unten hingehen? Mhm. Lauschen. Hörst nix? Öffnen. Geht nicht. Auch dann, diese Tür. Dann hören die anderen nur so ein. Und dann hat sie Anstalten gemacht, hier hoch zu latschen. Marlies, sehe ich das richtig, dass du es an der Tür probierst? Ja. Geht nicht. Geht nicht. Nikola, nee, Geimer ist das, ne? Oder ist das, wer ist das? Geimer. Ja. Dessen Schild leuchtet, ist Geimer. Aus der Entfernung, sehen, weil ihr die, ungefähr die ähnliche Blautöne habt, ist das schwer auseinanderzuhalten. Marlies, Geimer geht nicht. Muriel geht nicht. Musa. Ja. Geht. Da geht was ab. Da geht was auf. Ja, für die anderen geht einfach nur unsichtbar so eine Tür einfach auf. Du kannst in einen Raum schauen. Du kannst auf der anderen Seite eine Treppe sehen. Was macht der Rest? Bekommen wir das mit, dass ihr eine Tür öffnet? Ja, natürlich, das ist laut, das echt, ja, das hallt durch den ganzen Raum. Ne, das ist, diese Türen sind auch, warte, ich schau mal eben ganz kurz. Hab was gefunden. Genau, die sind 3 Meter breit und 3 Meter hoch, aus Eisen und mit Bildern von Zwergenkriegern in Plattenrüstung geprägt. Ich glaube, wir wissen, von wem das Gewölbe ist. Von der Bauweise her war dir das halt sehr irritiert, weil es auch oft Mischbauten gab halt, ne? Ja. Gut, geht ihr da rein? Ja. Gut. Dann. Hat man um die Ecke. Ja, genau, geschaut. Da siehst du ein großes Fresko an der Nordwand. Ein Wandgemälde ist das. Ein riesiges Wandgemälde. Ja. Und dieses Wandgemälde. Ich muss mal ganz kurz gucken. Was das darstellt, da steht tatsächlich nichts großartig dabei. Wir sagen jetzt davon Zwerge im Kampf. Ah. Darf man dahinter nach? Kann man dahinter nachschauen? Wie dahinter? Hinter dem Gemälde. Weiß ich nicht, müsstest du rangehen. Und dir das untersuchen. Das hätte ich den anderen gesagt. Ich würde mir das Gemälde mal anschauen. Vielleicht ist was dahinter. Und dir keinen Zwang an. Viel Spaß, Elf. Ich weiß nicht, wo du bist. Einen Moment. Warte, während du sagst, ich weiß nicht, wo du bist, würde dich so ganz leicht was auf der Nasenspitze berühren. Da bin ich. Sie lässt vor Schreck fast die Laterne fallen. Ich mag das. Und dann wäre ich da hingegangen. Ja, es ist erstmal nicht viel zu erkennen. Also es scheint auch ein relativ normales Gemälde zu sein. Also du kannst jetzt nichts Besonderes feststellen. Dahinter geschaut? Ja, es ist ein Wandgemälde, also ein Fresko, das ist in die Wand gemeißelt. Ah, okay. Das erkennst du jetzt auch. Das ist in die Wand gemeißelt. Okay. Steinchen fühlen sich alle normal an? Für dich, ja. Perfekt. Da hätte ich mich umgedreht. Und wird zu den anderen gegangen. Fühlt sich für mich normal an.
Sieht normal aus. Du hast übrigens auch noch die andere Tür gesehen, natürlich, ne? Ist ja klar. Und da ist noch eine andere Tür, aber die führt dahin, wo wir gerade herkamen. Ja, dann die Treppe. Soll ich vorgehen mit der Laterne, oder? Ich kann auch vorgehen, mein Schild leuchtet ja auch. Ich kann zur Not vorlaufen, ich bin noch unsichtbar. Ich frage, ich erkenne ein bisschen siehst. Was. Ich erkenne ein bisschen was. Ist sie jetzt schon vorgelaufen? Ich weiß es nicht, ich habe euch nur schon mal die Treppe oben freigemacht. Das bringt Galmer gerade im Charakter. Also, weil er sie ja nicht sieht. Das weiß ich nicht. Aber Galmer, das mit dem Schild sieht schon sehr schützend aus. Ich bin noch hier. Ja, dann geh vor. Ich hätte einfach so, Marlies nicht erschrecken, Marlies so ihre Hand genommen. Hier bin ich. Okay. Ja, komm, Amuse, dann geh vor. Okay. Und dann wäre ich. Irgendwie mit leichtem Abstand. Dann wäre ich halt vorgelaufen. Genau, dann. Ich schau Nikolas an. Wie willst du ihr im gleichen Abstand folgen? Ich lass sie jetzt ein bisschen vorgehen und wir gehen zeitversetzt hinterher. Ich decke euch schon mal den anderen Bereich hier auf. Ihr müsst schon zu der Treppe, ne? Also. Ja, ja, ich zieh so nach und nach. Ich mach mal eben so, dann seht ihr auch die Brücken jetzt. Die nicht mehr in so einem besten Zustand sind. Und auf jeder anderen Seite der Brücke ist eine Tür. Ich hätte direkt gesagt, so. Also ich wäre hier so lang gelaufen. Würde das ja sehen. Und hätte den anderen gesagt, Vorsicht, ich stehe hier. Hat Marlies wieder so meine Hand gereicht, dass sie meine Hand nehmen kann. Also, will ich mich für die gefühlen. Ganz kurz, was ihr jetzt sehen könnt, ist auf bei der mittleren Brücke ungefähr auf eurer Seite, da an der Wand, da könnt ihr dieses kleine Loch sehen, wo diese kleinen Kieselsteinchen sind, richtig? Genau, das ist auch so ein Wandgemälde, nur da ist etwas weggebrochen von und es ist so ein Spalt dahinter hat sich gebildet. So ein Riss in der Wand, der so einen kleinen Spalt offengelegt hat. Ich will das mal angucken. Ich werde dir mal reinleuchten. Okay. Dann passiert ein bisschen was. Und zwar würde dann, jetzt muss ich mal eben einmal kurz was würfeln. Seid ihr überrascht? Ich bin übrigens hinterhergelaufen. Kann ich wieder zurückgehen? Achso, ja, ich muss noch meinen. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich den Token nicht auswählen kann, aber. Wenn man aufdeckt. Nein, ich hatte den Aufdecker noch in der Hand, genau. Ich wollte die ganze Zeit aber den Token. Nee, ihr seid auf keinen Fall überrascht. Ihr hört so ein Glurpsen und so das Geräusch von irgendwie so Tropfen, die sich bewegen. Und dann könnt ihr sehen, wie sich so eine schwarze, ölige Masse aus diesem Spalt herausquetscht. Ihr könnt gerne eine kurze Reaktion machen. Das kommt hier aus dem Spalt raus? Einfach so eine schwarze, teerige Masse. Ja, ich spring auch zurück. Ich krieg ein Traumata. Darf ich es angreifen? Nein. Als Reaktion? Oh, nein. Der ist das. Bewegungsreaktion nur. Also. Das Ding werde ich nicht angreifen. Sieht aus wie der Slime. Mein Name ist Katana. Ich werde da nichts machen. Ich kann da nichts machen. Ich will Backup. Wow. Ich will Backup. Ich werde das Ding sicherlich nicht angreifen. Safe Call nicht. Okay. Es ist Kilian wird mitgespielt. Ich ziehe seinen Token jetzt raus.
Ich habe ja gesagt, ich werde ihn mit in den, also beziehungsweise, obwohl, nee, hier könnt ihr noch ohne ihn. Ihr seid sowieso einer mehr, als ihr eigentlich sein solltet. Mhm. Ach komm, scheiß drauf, nein, ich zieh ihn raus. Er wäre ja dabei. Warum hat er nur 10 Leben in dem Token? Das kann nicht sein. Der Token ist doch etwas alt. Warum hat er den nicht aktualisiert? Vielleicht dieses Hub-T noch nicht drin. Nee, doch, jetzt. Ja, fast halb so viel wie ich. Jetzt, wo ich einfach nur die Token einmal die Leben geändert habe, hat er das aktualisiert. Ah, okay. Okay. So. Aber es ist egal, was ihr würfelt, ihr seid sowieso vor ihm dran, weil der hat eine 0. Tja. Ich habe tatsächlich relativ scheiße gewürfelt. Geimer. Ja, jetzt bin ich natürlich zuerst dran. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich muss ganz kurz was durchlesen. Erstmal schnell das Monster raussuchen. Weil gegen was ist halt eben Huhn? Genau, das gucke ich gerade. Nein, ich will mir gerade einen Zauber durchlesen. Mhm. Ich glaube, das bringt bei dem Phoenix. Das liegt aber an seiner Form. Egal. Ich cast einfach lenkendes Geschoss auf Stufe 2. Mhm. Ich möchte meine Inspiration nutzen. Ja. Oh, warte, ich guck sofort, weil ich eben einmal schnell auch dieses Symbol für Fenris reinmachen wollte. Aber wo ist denn dieses Inspirationssymbol? Oben links. Achso, nee, das ist mittig links. Mittig links. Ich bin gerade zu blöd, das zu finden, ne? Da, ich hab's, Spalte, ja. Linke Seite. Okay. Wunderbar. Okay. Das trifft. Ich treffe, oh Gott. Ja. Das war ein lenkendes Geschoss. Das hatte Guardian Bolt, das heißt, der nächste Angriff hat Vorteil. Genau, das Ding leuchtet schon. Passt jetzt ja. Wieso, du hast ja auch noch übrigens noch Glück, du bist noch unsichtbar, ne? Mhm. Das heißt, das Ding. Wenn du Glück hast, zieht es dich nicht. Mhm. Und dann stelle ich mich hier noch ein bisschen vor und. Ja. Komm doch! Meine Leute sehen mich ja nicht, ne? Nee. Die haben keine Ahnung, was du tust. Das war's? Ja. Marlies. Ja. Geh runter. Und dann wird auf Infernal gesprochen, die Hand erhoben. Und dann schießt ein lila Strahl aus ihrem Finger. Ui. Das ist schön. Das trifft. Sehr das schön. War, das war's? Es geht noch 20 Fuß runter. Genau. Dann ist Fenris. Der würde nur mit seiner Pistole darauf schießen, weil er auch lieber davon entfernt bleibt. Hat aber seinen Sneak Attack. Und jetzt muss ich mal eben kurz kicken hier. Okay. Ja, es ist zwar laut, aber das ist das Einzige, was wir tun können. Also allein durch die Türen, egal was auch hier immer hier ist, es hätte schon lange gewusst, dass ihr da seid. Muriel. Paul the Dead. Paul the Dead. Das Ding macht einen Weisheitsrettungswurf. Gegen. Was steht bei dir drinne? Warte, ich gucke eben. 15. Dann hat es das geschafft. Okay. Okay. Nicholas. Achso, entschuldige, was wolltest du noch machen? Nee, dann war's das. Okay, Nicholas. So. Ich probiere mal. Ich gehe mal und würde mich versuchen wollen zu entfernen. Warte, ich guck mal eben, was das Ding für eine Reichweite hat. Iwas macht einen Op-Attack. Jo. Das sollte ich treffen. Ich möchte ihm gerne meine Reaktion nutzen. Für Nachteil?
Nee, Drachenflügelschild. Kriegt plus 2 auf die Rüstungsklasse. Was ist deine Rüstungsklasse gerade, Nikolas? 15. Okay, mit plus 2 sind 17, mit meiner 21 treffe ich leider. Ja, leider schon. Trägst du eine Rüstung? Nein. Okay. Du kriegst 9 Bludgeoning Damage. Ja. Und 19 Acid. Ja. Hat ein bisschen geknallt. Nur so für euch, Nikolas ist gerade bei 2 Leben. Ja. Geh nochmal hier auch kurz hoch. Abstand gewinnen. Ja. Das tat sehr weh. Peng, was nicht treffen wird. Das trifft. Oder? Oh, what? Das ist eine globige kleine Masse. Also, sorry. Dann bin ich fertig. Dann ist das Ding dran. Es hat nur noch ein Ziel vor sich. Pock. Oh. Geil mal, mit einer 22 sollte ich treffen. Jawohl. Das sind 8 Bludgeoning Damage. Ja. Und 25 Acid. Geimer, mach bitte deinen Wurf. So, das Symbol hatten wir gemacht. Genau. Naja, ich mach schon. Und mach deine Inspiration raus, die hast du schon benutzt. Ja, mach ich gleich noch. Das, ich kann's froh sein, dass das kein Crit war. Ich hatte auf dem Vorteil einen Crit gewürfelt, das wären dann 13 gewesen und 46. Okay. Nein, hätte ich Vorteil gehabt. Meine Monster würfeln immer mit Vorteil. Das ist nämlich auch deswegen, falls ihr als Reaktion Monster Nachteil geben könnt, brauche ich nicht neu würfeln. Ja, das stimmt. Musa. Ja. Ja. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Wie Nikolas fast gestorben ist, wie Geimer da. Ich stelle mich direkt davor. Ich stecke mein Katana weg. Und würde ragen und stelle mich den Vieh einfach als Schutzschild. Okay. Ja, es ist. Okay, ja, du stellst dich als Schutzschild. Wo möchtest du dich hinstellen? Ich bleib da stehen und ich würde. Übrigens ganz kurz für dich, du hast eine hohe Wahrnehmung. Als du näher kommst, siehst du, dass dieser Blob sich in deine Richtung dreht. Er sieht mich. Er sieht dich. Dann würde ich einmal so ein High-Symbol machen. So. Das ist scheiße, wie ich halt Blindsicht. Blindsicht, oh Gott. Ja, aber mein Katana stecke ich weg. Ganz kurz sogar mal. Nee, Schilde nicht. Es geht ja basically um Armor halt tatsächlich. Die getragen wird, weil er hat dich ja nicht, also hättest du Schild dazwischen gekriegt, hätte dich der Treffer ja auch nicht getroffen. So, okay. Miosa, du, was wolltest du noch machen? Entschuldige. Das Ding sieht mich. Die anderen sehen, dass das Ding auf mich, also auf etwas schaut, was da unsichtbar ist. Und dann würde ich aber nur sagen, bringt es um. Ich passe auf, dass er hier bleibt. Okay. Das war's? Das war's. Ich würde die Dodge Action gerne nehmen. Ist okay. Ja. Malis. Ja. Ich weiß, glaube ich, schon, was ich mache. Ich muss einmal kurz gucken. Gut, das waren 60 Feet. Ja, da wird ein Strahl mit aus Eis nach ihm geworfen. Okay. Es ist wunderschön. Dieser Strahl schießt aus seiner Hand, trifft diesen Blob. Ne? Und ihr könnt sehen, wie so Eis sich über ihn rüber zieht und wirkungslos an ihm abfällt. Wow. Momentan geht es um die Zeit. Ja, es geht aber um die Side-Effekt. Ja, er hat jetzt 10 Fuß weniger Movement.
Ja. Und Musa, Nikolas und Miriel Fenris zieht euch zurück und bekämpft es von der Ferne. Ich nutze meine Bonusaktion, um euch einen Mantel der Inspiration zu geben. Ihr kriegt 5 temporäre Hitpoints und könnt eure Reaktion nutzen, um euch euer Movement. Ja, euer Movement bewegen zu können, ohne Opportunity Text. Ah, okay, also bin ich nicht dabei. So. Der hat nicht gerade auch Musa gesagt? Ja, ich hab das mit dem Dings. Ich hab gesehen, dass ich den can muss. See dachte, and aufhören. Who can see you. Also. Ja, stimmt. So. War's das? Das war's. Limay? Bist gemutet? Ich bin gemutet, ich rede die ganze Zeit. Es sei denn, Miriel möchte sich noch wegbewegen. Ja, wenn ich rede die ganze Zeit und sag auch so, dass halt, selbst wenn Geimer... Werde mich nicht wegbewegen. Dass selbst wenn Geimer die Temp-HP hätte bekommen können, ihn das nicht wieder hochgeholt hätte. Hat der Fenris sich dann wegbewegt? Nö, Fenris schießt. Der steht auch weit genug weg von dem Viech. Ja. Weil er kann sich in seinem Zug zur Not auch bewegen, weil er direkt nach Malis dran ist. Also. Da liegt jemand bewusstlos. Ich werde mich nicht wegbewegen. Er trifft auch. Und dank der unsichtbaren Person ist da Sneak Attack drin, ne? Hi. Das verdoppelt den Schaden gerade, den er macht. Und dann ist Muriel dran. Wie? Jupp. Moment. Das müsste trotzdem noch hinhauen. Jo. Gut. Wer ist dying auf Geimer? Musst du ja komplett dran stehen, ne? Ja. Das heißt, du musst ein Feld erstmal runtergehen. Ja. Was ist das Wirken? Wenn er nicht in Reichweite will. Genau, wenn du nicht in die Nahkampfreichweite willst. Ab das. Genau. Ja, okay. Dann weil sonst gehst du in seine Nahkampfreichweite und verlässt sie sie wieder. Jo. Und. Dann Spare the Dying. Ist eine Aktion, ist okay. Geimer ist bewusst. Genau. Geimer stabilisiert, aber bewusstlos. Ja, ich werde jetzt aber verschwinden. So. Und, Du hast nur 25 Fuß Movement, ne? Noch übrig, weil du 5 Jahre gegangen bist. Und mit. Bitte zu Nikolas, dann halt sagen. Noch. Ich hoffe, du hältst bald mehr durch gegen den Drachen. Und er wird natürlich heilen. Nicht für das sollte aufmunternd sein, ja. Du hast gerade Heilung erhalten. Die Heilung hat gestimmt, oder wie? Warte, 9, 10, 11, 12 sind's, ne? Plus 4, genau. Dann 13, ja. Guck mal, halbes Leben wieder da. Genau. So. Dann mach ich das. Weil bei Life Cleric hast du 2 plus Spell-Level. Da ist die Säule im Weg, ne? Da ist die Säule ein bisschen im Weg, ja. Du müsstest aber nur theoretisch 2 Felder rüber, also hier schräg runter gehen 2 Felder. Also du musst ja im Prinzip nur dahin gehen.
Dann kannst du, habe ich freies Schussfeld. Genau. Dann wiederhole ich das von gerade. Das trifft. Der Schaden bleibt, der Schaden bleibt so beschissen wie gerade eben. Macht gut. Dann bin ich fertig. Ja, aber das wird eben eingetragen. So, dann ist der dran. Da ist ein Ziel, was vor ihm steht. Yes. Wusch. Musa, du wirst nicht getroffen. Ich habe das erste Mal unter 20 gewürfelt. Nice. Bin ich immer noch unsichtbar? Hm, du hast ja nicht angegriffen. Keima, du bist stabilisiert. Ich mach weiter. Musa. Ja, Dodge Action. Dodge Action. Mal es. Und ein bisschen schützend über Geimer stehen. Hm. Ja. Eis hat nichts gebracht. Dann werde ich es nochmal mit einem lila Strahl versuchen. Der es trifft. Und das tut dem weh. Fenris schießt wieder. Schuss. Treffer. Und Fenris tötet das Viech. Was? So, dann rennen wir mal zu... Also einmal kurz zur Visualisierung. Der letzte Schuss von Fenris trifft das Viech einfach, das schlägt komplett durch den durch. Und ihr könnt sehen, wie diese Kugel sich halt im Block noch auflöst und verteilt und dann einfach diese ganze Teer einfach komplett in sich zusammenbricht, diese teerige Masse, und durch die Ritzen in diesen Stein einfach wie so ein Abfluss davon abläuft. Man kriegt einen Heilungstrank in den Rachen geflößt. 2d4, ne, war das? Plus 2, ne? Ja. Ja, kannst du dir selber zusammenrechnen. Nikolas, alles in Ordnung? Dann schreckt Geimer so hoch, stirb, und stellt fest, dass das viel weg ist. Das sehen wir schon mal besser. Meine Güte, das war grad, das war knapp. Dann zauber ich erstmal auf mich selber. Das war knapp. Ja, wir sollten das eventuell etwas mehr Vorsicht walten lassen. Wiederhole ich einfach nochmal. Bleiben die 5 Trefferpunkte oder gehen die jetzt weg? Temporäre Trefferpunkte bleiben, bis ihr entweder neue erhaltet oder bis ihr eine Rast absolviert habt. Okay. So, ich hab mal gucken, das sieht hier wahrscheinlich mit am stabilsten überhaupt aus, ne? Naja, würde eher sagen das hier, oder? Das unterste. Weil da ist ja noch ein Riss oben. Hier. Bevor wir uns entscheiden, würde ich ganz gerne noch was machen. Könnt ihr mir dafür 10 Minuten geben? Ja. Oh no. Oh no. Sollen wir die Würfel sehen? Das ist mir egal. Ich würde gerne ein Ritual wirken. Wo die hinter war, wenn Malis ein Ritual wirkt, ne? Und die hinter steht, kann ich ja auch als Ritual casten, oder wie war das? Überall, wo ein R hintersteht, kannst du als Ritual wirken. Ein R. Also, pass auf. Wir haben, glaube ich, ein D gemacht. Nee, das ist für deine Domain Space. Das sind die du. Domain. Wichtig ist, ich zeig dir das eben einmal, ich guck mal ein bisschen mit drauf. So, du hast ja oben bei dem Zauber Guidance zum Beispiel überall VS ein C. Das steht für Concentration. So, und bei Detect Magic siehst du, dass ein kleines weißes R ist. Neben dem C. Siehst du das? Ah, ja, ja, ja. Das ist das Zeichen für Ritual. Ah, okay.
okay, die D-Spells sind wichtig nur, weil die sind durch deine Domäne hervorgegeben. Die kannst du nicht wechseln. Die sind immer vorbereitet. Ja, genau, so war das. Okay. Und die zählen nicht zu deiner Anzahl an vorbereiteten Zauber. Mhm. Okay, danke. Bitte. So. Gut, dann wird jetzt Detect Magic als Ritual gewirkt. Mhm. Und wenn ich 10 Minuten lang nicht gestört werde... Der Zauber geht durch. Gut. Ich hatte nur gewartet, ob vielleicht noch jemand anderes in den 10 Minuten machen möchte. Ich hätte jetzt auch nur Detect Magic wirken können, deswegen unsinnig. Ist gut. Ich hab mich da einfach an eine Wand gelehnt und Starrwände an. Hätte ja sein können, dass vielleicht bei den stark verletzten Leuten Prayer of Healing oder so. Kann ich nicht. Kann ich schon, aber... wir treffen wahrscheinlich noch auf einen Drachen. Ja, Prayer of Healing ist aber ein Spell, der dauert 10 Minuten zu wirken. Den kannst du nur außerhalb des Kampfes wirken. Nee, ich weiß. Aber ich möchte gerade... Nein, es ist alles gut. Alles gut. Genau, alles gut. Ich wollte nur sagen, warum die Leute der Meinung waren, dass das eine gute Idee wäre. Mhm. Nicht, dass du es jetzt machen solltest. Übrigens jetzt quasi trotzdem gut. Ich hatte uns in den 10 Minuten geguckt, welche von den beiden Brücken hier die stabilere ist. Die sehen alle relativ gleich stabil aus. Also alle beschissen. Ja, weil alle den Mittelpfosten auch nicht mehr haben. Klar, kannst du das Optische, was du siehst, ist klar, dass die in der Mitte fehlt ein Stück. Das macht sie natürlich etwas unsicherer als die anderen beiden, aber von der Stabilität des Steines sehen die alle beschissen aus. Der erste hatte doch einen Mittelpfosten, wenn ich mich erinnere. Nein, die haben unten alle gar keinen, die sind alle abgebrochen. Ah, da fehlt ein Stück, aber war noch was da. Naja, von allen ist halt ein bisschen was auf einer Säule noch da. Aber das stützt die schon lange nicht mehr so richtig. E-Mail? Ich würde da an der Wand gerne schauen, weil da liegt auch was, so wie da. Wir gucken, ob ich da auch sowas finde. Ja, einen Moment, ich komme sofort. Ich muss mal eben kurz zum Kind. Seid ihr auch so schwer belastet wie Galma? Nö. Ich bin nur belastet. Ich bin nicht mal belastet. Eine gesamte Ausrüstung wiegt 9,2 Pfund. Galma trägt Kleidung und ein Schild. 61,74. Gut, ich habe eine Kettenrüstung mit einem Schild. Also, ja. Meine Rüstung, Schild, Katana. Klamotten. 34 hier Anfänger. 32? Hä? Ich hab doch vorhin gesagt 61,74. Ja, weniger ist besser. 0,2 also bitte mach's nach. 0,2 ist bitte. Oha. Ich hab 78. Galba hat wirklich eine kleine Gürteltasche, da ist nicht was drin. Ansonsten hat er den Schild und seine Kleidung. Ah, ich habe vergessen, dass ich meinen Schmuck austragen muss, weil neuerdings trägt sie ja gar keinen Schmuck mehr. Und? Waffen habe ich nicht dabei. Nur den Siegelring, den trägt sie, aber den Schmuck kann ich mal austragen. Der wiegt zwar nichts, aber ich trage ihn mal aus, weil sie ja den nicht mitträgt. Nee. Das fällt gerade ein, ich kann wahrscheinlich auch den ganzen Kram wie Schlafsack und sowas da zurücklassen. Den habe ich auch weggemacht. Ja. Den hast du ja wahrscheinlich jetzt gerade nicht dabei. Deswegen. Nicht mal allein. Ich habe nicht mal einen Rucksack. Du hast keinen Rucksack? Nö. Wir sind bisher immer in der Stadt gewesen. Da wird einfach der. So, Musa hat ihr Schild. Hat ihr Katana, so eine Ration für den Hunger wird so im Kleid irgendwo versteckt. Und dann gib ihn. Und dann geil, einfach Freizeitkleidung. Ich hab ein Schild, das reicht. Ich hab mein Kleid. Ich mit einem Kettenrüstung, Hauptsache ein Rucksack, einen Parfüm.
Also ich meine, ich habe Gewand, Gebetsbuch natürlich am Gürtel und so. Mali ist auch Archäologin, sie ist mit ihrer Ausrüstung unterwegs, sie trägt eine Schaufel und so dabei, falls irgendwas ausgegraben werden muss. Ich glaube, Galma ist einfach der Leichteste, weil er keine Ausrüstung hat. Ich habe was du ausbuddeln kannst. Aber das nein, das sage ich nicht, das ist gemein. Ich mein, Galma wiegt auch nur 68 Kilogramm, aka 150 Pfund. Nur. 68 ist nicht viel. 65, take this. Nein, 68 ist für einen Zwerg fast unterernährt. Galma ist wirklich sehr schlank. Ja. 68? Für einen Zwerg ist das unterernährt. Ich bin 1,75 und wieg 65. Du bist ein Halbelf, das ist ein Unterschied. Okay. Ja. Zwerge sind von Natur aus fett. Ich bin 1,20 groß und schlank. Die sind klein und bullig wegen den Muskelmassen. So. Ja. Galma hat keine Muskelmassen. Galma hat auch keine Dunkelsicht wie andere Zwerge. Galma ist ein komischer Zwerg, aber er hat einen Bart. Aber er hat einen Bart, okay. Einen nicht sehr gepflegten. Ich glaube, der Bart ist mehr gepflegt als alles andere an ihm. Kann ich bestätigen. Hey, hier ist das Croissant von letzter Woche. Ich hab's endlich wiedergefunden. Er holt ja erstmal so aus der Boxershorts raus. Oh, hier ist ein Croissant. So, ja, nee. Aus dem Bad. Einfach aus dem Bad. Immer gepflegt. Ich weiß gerade die ganze Zeit, was ein Plankett ist. Warum habe ich ein Plankett dabei? So, da bin ich wieder. Achso, eine Decke. Warum habe ich eine Decke dabei? Weil das teilweise mit zur Ausrüstung gehört. Man hat ja mal gerne eine Decke dabei. Ja, ist das Schnuffeltuch. Ist das Schnuffeltuch. Das Schnuffeltuch, ja. Die habe ich wahrscheinlich zu Hause liegen. Ja. Was? 9,2? Ist das deine Ausrüstung? Ja, das ist dein Gewicht. Ah, ja, okay. Alles weg. Wenn man halt keinen Besitz hat, ne? Galma hat nur sein Schild und seine Kleidung dabei. Er hat nicht mal eine Waffe mitgenommen. Gut. Ja, ihr dürft weitermachen. Du wolltest die Wand untersuchen. Mach mal einen Wahrnehmungswurf, genau. Bitte. Da. Okay. Hat sie eine Lichtquelle gerade dabei? Wie sie da halb ist, genau. Das ist von Galmas genug Licht von seinem Schild aus. Da. Ja, okay. Ansonsten muss ich was sagen, dann kann ich ihr auch leid casten. Du bist mit deinem Ritual. Nee, du nicht. Der hinten Galmas mit dem Ritual beschäftigt. Ja, du könntest natürlich auch darunter gehen und Licht machen und so halt, ne? Das ich ist, weiß ja nicht, dass sie da unten ist. Nee, ach stimmt, sie ist ja noch unsichtbar. Genau. 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 Nein, also, du hast Glück, du hast das Licht von, dass du halt keinen Nachteil auf dem Wurf hast, du findest aber nichts. Das ist eine Wand. Und die Steinchen liegen da einfach so. Ja, die sind irgendwo mal runtergeprallt. Okay, dann stelle ich mich hier wieder an die Wand. Und chill. Ich hab gerade die Namen verwechselt, alles gut. Ja, alles. Das Ritual ist durch. Du kannst auch keine Magie großartig wahrnehmen. Mhm. Was macht ihr jetzt? Welchen Weg nehmen wir jetzt? Wollen wir erst mit den hier oben nehmen? Bei der Treppe? Sehen nicht alle besonders sicher aus. Vielleicht sollte der leichteste vorgehen. Und ich hau mich nach Spitze um und sehe es nicht. Du hörst, wenn ich so sehe, dass du so rumschaust, würde ich warten, bis du wieder nach vorne schaust. Suchst du jemanden? Reicht dich nicht so an. Möchtest du vorgehen? Du bist, glaube ich, leichter als wir. Ich kann es probieren. Und ich hätte mal
ein Seil um mich herum. Mhm. Aus meiner, ich hole mir ein Seil aus meiner Tasche. Ja. Wird das Seil um mich herum wickeln. Mhm. Und Ed so in Fenris Richtung mal so. Galma, Fenris? Könnt ihr mal absichern? Nö, ihr seht das Seil nicht. Was sollen wir denn absichern? Halt vermittel deine Hand aus. Streck deine Hand raus. Meine Hand aus. Ein Seil wird dir auf die Hand geklatscht. Ich halt's fest und geh's um die Säule da wickeln. Ja, ist okay. Du bist abgesichert. Gut. Und dann würde ich wirklich mittig laufen. Step für Step. Mhm. Wie lange muss denn das sein? 50 Fuß ist an. Okay. Oh Gott, bis hierhin geht das nur. Mhm. Das passiert nichts. Ich mach das Scheißseil ab. Okay. Und lauf einfach weiter. Mhm. Das sind's ja nicht mal. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja. Ganz vorsichtig. Als du dieses Stück der Brücke betrittst, hörst du, wie es bröckelt, knackt und knarrt und der Boden unter dir wegbricht. Du darfst mir mal einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Habe ich Vorteil. Warum? Weil ich habe einen Vorteil bei Geschicklichkeitsrettungswürfen gegen Effekte, die ich sehen kann. Ja, gegen. Habe ich da jetzt auch? Gegen eine Gefahr, die du gesehen kannst. Ja, du siehst ja, das ist. Ich hab's ja bricht weg. Ja, das ist okay. Da darfst okay, du mit Vorteil würfeln. Du hast ja auch damit gerechnet, dass das passiert. Ja. Ne? I'll be running. In welche Richtung möchtest du springen? Als die Brücke zusammenbricht. Ich will nach vorne. Ja, schaffst du. Du schaffst es halt, das Ding bricht ein. Ihr seht, wie diese Brücke wegbricht und sie halt über so ein, zwei wegbrechende Steinstücke nach vorne springt. Sehen sie nicht. Also, du bist ja unsichtbar, verdammte Kacke. Ich sehe nur diesen Pfeil, pass auf, ihr seht nur wie, nein, ihr seht dann wie so zwei, drei von diesen Stücken irgendwie ein bisschen die Luft, also die Fallgeschwindigkeit kurz verändern. Daraus könntet ihr vielleicht ableiten, dass sie darauf getreten ist und du landest elegant, was keiner sieht. Auf dieser Brücke mit einer perfekten Drehung und es wäre wunderschön gewesen, wenn es jemand gesehen hätte. Ja. Ich würde rüberrufen. Geht's dir gut, Elfchen? Kann ihm mal bitte jemand eine reinhauen? Er kriegt in dem Moment einen Ellbogen so gegen die. Okay, ja. Hey, ich hätte nur was gegen Spitzohr gesagt. Ist die Brücke noch heile? Nein. Okay. Wenn du drüben bist, kannst du ja mal die Tür öffnen. Ich würde auf eine andere Sprache einfach so. Wenn du drüben bist, kannst du die Tür öffnen. Welche Sprache? Underkommen. Alles klar, da bin ich raus. Nee, Moment, Underkommen ist die tiefe Sprache, gell? Nein, das ist Deep Speech. Ah, Deep Speech, okay. Also wenn sie da hinten flüstert, hört ihr das nicht mal. Achso, sie hat geflüstert. Also ihr gesagt, in dem Mitte ist leise geredet, also ihr müsst doch bitte. Selbst wenn ihr die Sprache verstehen würdet, hättet ihr das nicht gehört, weil dafür sie einfach zu weit weg ist. Ja. Es wird mal natürlich lauschen. Du hörst nichts. Und dann will ich mal gucken, ob ich die Tür vorsichtig aufmachen kann. Kriegst du. Du siehst einen Raum, in dem eine große, 3 Meter hohe bemalte Statue eines gepanzerten männlichen Zwergs steht, der einen Kriegsbeil führt und eine Maske. Dieser Raum ist 6 Meter hoch, steht hinten in der Ecke und du kannst sehen, dass in dem Boden eine Falltür aus Adamantin eingesetzt ist. Aber mit Falltür meine ich halt so, ne, einfach so eine Bodenklappe, die man aufziehen kann. Ich würde mal so gucken, ob ich so ein bisschen dahin kann. Ja. Ich will nicht schreien, Leute. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Außerdem, hier wurde rumgeschossen. Also ihr seid schon lange nicht mehr versteckt. Hey. Nikolas? Hm? Hier ist eine Falltür mit Adamantit. Und
Ich würde halt alles mal beschreiben, was ich da drin gesehen habe. Irgendwas mit einem Helm. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Mirson, machen wir mal bitte einen Religionswurf. Oh. Okay, nein. Dafür gebe ich meine Inspiration mal aus. Okay. Vielleicht habe ich was Schöneres. Guck ja, mal. Okay, doch. Du erkennst diese Statue. Du hast schon mal irgendwo gelesen, du hast irgendwo mal ein Buch über Zwergengötter gelesen, was hat, ne, da fällt dir jetzt so ein, so, ah Moment, den habe ich doch schon mal in diesem einen Buch gesehen, über Zwergengötter. Das ist der zwergische Gott der Wachsamkeit, und zwar Gorm Gultin. Ich würde geil mal fragen, ob er den Namen schon mal gehört hat. Diesen Namen schon mal gehört, als nicht gebürtiger Zwerg so richtig. Ja, weil du hast dich natürlich mit der zwergischen Geschichte und der Religion auseinandergesetzt, um halt auch als vollwertiger Zwerg durchzugehen. Eigentlich nicht. So, also zumindest die Grundzüge und das zwergische Pantheon, okay, das könnte man schon mal gelesen haben. Sehr gut, ich bin ja auch in Religion geübt. Ja, so ein bisschen so, genau, ein paar Punkte, so ein paar Sachen. Es gibt ganz grobe, allgemeinwissende Informationen. Ja, es ist... Weniger als man einem Zwerg erwartet. Ich würde hier ungern was anfassen. Ich weiß nicht, ob irgendwas magisch oder nicht magisch ist. Und ich weiß nicht, wie es rüberkommen soll. Kann ich doch rüberspringen? Wie groß ist das noch, ist die Frage. Ja, ich soll euch mal eben rein. Beziehungsweise ich sage, das ist mein Stift da. Ah. Und das ist alles weggebrochen. Uff, ich kann da nicht rüberspringen. Wie hoch ist denn deine Stärke? 17. 17. Ich nutze die Zeit, gehe hier rein und klopf mal die Wände ab. 35 Fuß, die man überwinden muss. Stärke vor 35. Wenn du Wände abklopfst, findest du nichts. Jetzt mal erstmal zu den anderen, aber das dauert eine Weile. Was macht der Rest? Warten, dass sie wiederkommt. Sie kann da nicht rüberspringen. Okay. Das siehst du ja auch, oder? Oder dass sie sich meldet. Bevor ihr diskutiert, Geimer wartet. Ich will nur erstmal schnell hören, wer was macht. Dann arbeiten wir das ab. Muriel. Beweg mich mal zu Malis und schau, was sie weiter vorhat. Gut. Nikolas. Er hat gerade so gefühlt keine Ahnung, was wir hier machen. Wie wir weiterkommen. Okay. Du überlegst was. Okay. Malis. Ja. Malis soll jetzt die Anzahl der Brücken abziehen und dann sagen so. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen aufteilen, Anlauf nehmen und rüber. Was anderes bleibt uns momentan nicht übrig. Miri schaut so sich so runter. Ich glaube, das wird mit dem Kettenhemd ein bisschen schwieriger. Dann würde ich sagen, nehmt ihr die Brücke, die noch am intaktesten aussieht, und würde dann wahrscheinlich hier sich schon mal hingestellt haben und auf die untere Brücke zeigen. Ja, Lady Miriel guckt so besorgt, aber geht dann runter. Okay. Ja, aber wir sollten jetzt mit mehreren versuchen, die Brücken zu überqueren. Ja, sie geht nur schon mal runter und hofft, dass du rufst, dass irgendwer noch mit mir geht. Wenn uns das mitteilt, würde Galmar sagen, dass er zu Blauschopf geht. Gut. Galmar geht mit nach unten. Da würde wahrscheinlich, also Fenris, keine Ahnung, der bleibt erstmal außen vor. Der würde sonst einfach mit in die Mitte gehen. Ich glaube, hier braucht man am meisten Geschick für. Ja. Das hätte er ähnlich kommentiert, also. Ich würde was machen, ganz schnell. Ja. Ich möchte gerne meine Hand gegen die Wand hauen. Ja, passiert nichts. Einfach volle Kanne, damit ich wieder sichtbar bin.
Ach so, nein, ja, okay. Ich will einen Angriff gegen diese Wand machen, um sichtbar zu sein. Ja, ist okay. Ja. Ist doch einfach fragen. Du hättest doch einfach rüberbrüllen können, von wegen, mach mich wieder, nimm die Unsichtbarkeit weg. Das weiß ich ja nicht. Ist kein Zauberer. Ist so. Ja, aber sie hat ja gesehen, wer es gemacht hat. Dann kann man ja da kann man locker drauf schließen, von wegen, ey, beende den Zauber. Jetzt haben die es knallen gehört. Ja, es klirrt ganz kurz. Und knallt und keine Ahnung. Und es tut weh. Die Konzentration ist von Nikolas weg. Soll ich vorgehen, Blauschopf? Ah, da hätte ich sowieso vorhin, hättest du sowieso würfeln müssen. Beim Block ganz vergessen. Dürfte man vorsorglich Guidance machen, falls. Pass auf. Guidance kannst du immer dann anwenden, wenn du nicht reaktiv etwas werfen musst. Das heißt, immer wenn du eine Aktion vorbereitest, die einen Skillcheck bringt, kannst du Guidance wirken. Ich kann ja vermuten, dass ich da irgendwie. Ja, aber das sind Rettungswürfe. Ne? Darauf wirkt Guidance das geht nicht. Ja, genau, das würde wirken, wenn du das hast. Genau, wenn du den Zauber segnen hättest, also Bless, dann würde okay. Das kannst du wirken. Bless hätte ich, ja. Ja, genau. Du kannst natürlich vorsorglich den Spellslot ausgeben und Bless auf alle wirken, damit die, falls sie einen Rettungswurf machen müssen, oder. Ja, ich kann es doch nur auf alle? Kann ich das auf alle? Nicht auf alle, auf drei kannst du. Du kannst drei Personen auswählen. Aber könntest du dich selber wählen? Guck mal, Fenris zum Beispiel bräuchtest du gar nicht wählen. Der sieht geschickt genug aus, dass er ausweichen kann. Ne? Wie sieht's aus mit Marlies? Okay. Wir können es kurz metern, wenn ihr wollt. Wer von euch hat die schlechtesten? Ihr habt gerade mitgekriegt, das wird wahrscheinlich Dex sein. Ne? Wer von euch hat den schlechtesten Dex-Wert? Ich hab 14. Also hast du auch +2. Das heißt, es ist egal, wen du da nimmst. Es sind alle gleich. Das kannst du dann rollenspieltechnisch einfach verteilen. Ja. Ich würde einfach sagen, okay, weil Marlies mich ja auch runtergeschickt hat, habe ich wahrscheinlich, und ich sie gerade auch sehe von hier aus und sie da steht. Ich hoffe, es hilft etwas, wenn ihr darüber springt und schaut auch geil mal an. Gibt's den da drüben? Brauchen sie ja. Na gut. Dann, ja, aber ich glaube, ich komme gar nicht. Also, zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt zaubert, kann sie nur sich selbst, Galmer und Marlies wählen. Genau, geht nicht anders. Also. Dann bekommen jetzt Bläst Marlies, Galmer und ich selber. Gott, ihr seid jetzt gebläst. Dann hast du. Genau, aber Galmer hätte eine Idee, wie wir uns rüber bewegen könnten hier. Okay, wir machen. Auf allen Vieren. Genau, wir machen die Brücke unten erstmal fertig. Mhm. Ihr wollt auf. Geimer schlägt vor, drüber zu krabbeln. Ist Konzentration, ne? Ja. Und Bless. Moment. Wo sind denn diese blöden Flügel? Ah, da. Ja, auf allen Vieren. Gewichtsverlagerung. Könnte helfen. So bewegt man sich auch über Eisschichten. Sie schaut dich. Merkwürdig an. Ich auf allen Vieren? Gehe ich halt vor. Und würde anfangen, da loszukrabbeln. Sie lässt dich krabbeln und läuft hinterher. Hoffentlich mit Abstand? Ja. Wie viel Abstand? Ja, so ungefähr. Wahrscheinlich. Moment, wenn du so mit dem losläufst, würde ich direkt sagen, ich rufe dir zu, wenn du rüberkommen sollst. So? Ich rufe dir einfach zu, wenn du rüberkommst. Er möchte alleine rüber. Okay. Wenn du laufen willst, möchte Galma erstmal rüber. Okay. Okay, du krabbelst. Ungefähr bis hier so irgendwo. Okay. Pass auf. Ich finde die Idee gut. Das ist schön, du kommst rüber. Es passiert nichts. Ich mich mal hier rüber. Oh, ja, okay, ich du mich auf. Wenn du dann rufst, dann geht's hier rüber. Ja. Und bei dir muss ich mal kurz gucken. Also nicht wundern, ich bin mal kurz bei dir drin. Das sind 102. Oh ja. Du darfst mir einen. Wir können gleich hier vorne bleiben, weil du darfst mir durch einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Rettungswurf war das. Genau. Weil der geht jetzt auf Vorurteil, ne? Wegen Bless. Nein, du kriegst einen D4 dazu.
Als du den Bereich nämlich betrittst, bricht die Brücke nämlich zusammen. Okay. Okay. Ich schau mal eben. Ich glaube, den D4 nehme ich mal dazu, ne? Den nimmst du auf jeden Fall immer dazu. Ja. Ich muss gerade mal gucken, ich habe mir den DC vergessen. Okay, ja. Brauchst du gar nicht würfeln. Achso. Weil selbst wenn du die 4 würfelst, schaffst du den nicht. Ah, okay. Ja, du stürzt mit dieser Brücke gen Boden. Was hatte ich gesagt? Wie hoch ist die Decke? 24 Meter, ne? Das sind 80 Fuß. Das sind 80 Fuß. Ja, gut, die Decke ist ja noch Brücke, über uns. Die Brücke ist ja nicht so hoch. Ja, ich habe auch gerade gefragt, wie hoch die Decke ist. Das war auch alles, was ich gefragt habe. Meine Inspiration auszugeben. Ja. Gut, ich glaube, es wird nicht besser. Okay. Du stürzt das Ding runter. Tatsächlich stürzt du 60 Fuß runter. Mhm. Das heißt, du nimmst 6d6 Schaden. Fallschaden. Bricht sich gleich jemand sämtliche Knochen? Oh. Oh, ich habe versehentlich. Das sind 20 gewesen. Ja, ich habe mich verklickt. Entschuldigung. Ich dachte gerade, so. Das tut auch weh. So, wichtig ist, ihr habt gleich bei eurem Versuch, habt ihr Bless noch. Sie würfelt trotzdem jetzt Konzentration, weil das passiert ja relativ gleichzeitig. Das heißt, die erste Person, die mit hat sowieso, weil Geimer erst rüber ist, dann die zweite ist dann, als sie gerade anfängt, und die dritte Person hat vielleicht Pech und hat keinen Bless mehr. Also, okay. Aber wenn Marlies zuerst springt, ist das eh egal. Konstitution, ne? Genau. Und der DC ist halt 13 und du hast es geschafft. Bless bleibt bestehen. Aber du knallst unten auf und du hörst es auf jeden Fall knacken. Irgendwas hast du dir, wenn du Pech hast, sogar gebrochen. Mhm. Es tut ordentlich weh. Du knallst unten auf so einen Stein auf, die Luft wird rausgedrückt, dir wird kurz schwarz vor den Augen. Ne? Du kannst gerade so noch so einigermaßen die Konzentration auf diesen Zauber festhalten, irgendwas sagt, ne? Und dann, als du die Augen wieder aufmachst, spürst du einfach, wie deine ganze Brust, die Rippen, der Rückgrat, alles wehtut und schmerzt. Du bist unten in der Haupthalle wieder. Okay, ich zieh mich da jetzt mal hin. Wer von euch dreien geht zuerst? Ja. Alles gut? Weil, warte, das ist noch nicht passiert. Ach so. Weil. Nee. Jetzt krabbelt gerade jetzt krabbelt Geimer quasi erst rüber. Ah, okay. Ja, Marlies wäre wahrscheinlich als erstes hinter rüber gelaufen und versucht zu springen, aber sie hätte vorher noch einmal zu Nikolas angeschaut und gesagt: Das wirst du schon schaffen, Liebster, ich glaube an dich. Ich hoffe, er fühlt sich inspiriert. Ja. Du springst rüber. Ja. Und dann darfst du mir einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen, weil tatsächlich ein Stück wegbricht vorne. Ja. Riecht nach einer Inspiration. Nee, das klingt nach Falt. Das ist definitiv, ja, auch bei dir bricht es weg. Du schaffst es, den Halt nicht zu bewahren und brichst nach unten weg. Bei dir passiert das Gleiche. Wieso ist mein Advance-Würfel-Ding hier? Komm her, hier. Advance-Dice-Roller. Usch. Das tut weh. Und auch du knallst runter. Du siehst ein bisschen später dann, wie Muriel hinterherfällt. Dann schaffst du es, hast du es gerade, zu dem Zeitpunkt hast du es gerade wieder auch geschafft, hochzukommen. Ja, das ist die Tech Magic, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Also, bei einer Doppel-1 auf dem Constitution Save. Ja. Fenris nimmt einen Sprung. Jumpt da einfach mit hinterher. Er nimmt seine Inspiration und verkackt auch den zweiten Wurf. Er knallt mit Marlies zusammen runter. Nein. So einen anderen Weg gehen, darüber zu kommen. Ja, er hat halt den Sprung nicht abgewartet, ist halt einfach direkt hinterher. Nikolas. Ja. Irgendwie will er nicht. Irgendwie will er da nicht mehr rüberspringen. Weil jetzt fast alles kaputt ist. Ja, du guckst und dann siehst du, hörst du wie von deiner rechten Seite, hörst du nur einen Schrei. Also so rüberblickst, siehst du noch, wie jetzt Muriel auch abstürzt.
hin. Leute. Also ihr könnt eure Truppen ruhig oben lassen. Ihr seid, wir wissen ja, dass ihr unten seid. Ja, also. Ach Leute. Es sei denn, ihr wollt da bei der Treppe noch was machen. Also Fenris würde die, anfangen, die Treppe wieder hochzulaufen. Mhm. Und kommt dann irgendwann hier oben an und sagt, ah, das tat aber weh. Ja, wie viel ist von dieser Brücke noch da? Sagen wir mal so, es ist immer noch ein bisschen so. Ach Quatsch, ja gut, dass du das erwähnst. Warte mal eben. Nee, Fenris kann, glaube ich. Ich muss mal gucken, wie weit Fenris überhaupt springen kann. Das war. Weitsprung war. Bei 10 Fuß Anlauf den Stärke-Score. Den 14. Das ist ein bisschen sehr weit. Die Frage ist, kann ich mich da noch hochbewegen? Oder? Du kannst die Treppe ja wieder hochgehen. Okay. Also Beine habe ich nicht gebrochen, ja? Nein, es fühlt sich so an halt, ne? Also okay. Das ist ein ziemlicher Sturz. Nein, aber jeder Schritt, das tut weh, du hast blaue Flecken ohne Ende. Das mit dem Glück, sag ich so, meinte ich damit, du kannst dich aktuell bewegen, es tut bei jedem Schritt weh. Es wäre vielleicht, bei sowas ist es halt immer sinnvoll, wenn man hinterher sich vielleicht mal einen Heiler aufsucht oder sich hart ausruht, weil das tat weh. Mhm. Nee, weil dann wäre Fenris nämlich gar nicht gesprungen, weil er so weit gar nicht springen kann. Wichtiger Punkt. Und ich ziehe das Ding noch mal ein bisschen kleiner. Das ist so. Ich habe halt eine Idee, ist halt die Frage, ob das funktioniert. So, das ist ein bisschen großzügig so. Die kaputten Stellen sind quasi weg. Soll ich den Rüben erstmal nachgucken? Ja, guck du mal danach. Ja, werf mir dann ein Seil rüber, damit ich hier wieder runterkomme. Ich hab eine Idee, ist halt die Frage, ob du das zulässt. Du machst die Tür auf? Ich lausche erstmal, bevor du ich die Tür nix. Einfach öffne. Ja, dann mach ich die Tür auf. So, ich schau dir, ich sag dir mal eben schnell. Die Nord-, Ost- und Südwände in diesem 6 Meter hohen Raum, siehst du, sind mit Freskos bedeckt, die Zwergenschmiede bei ihrer Arbeit zeigen. Und in der Mitte siehst du einen eisernen Amboss. Sonst was? Nö. Hier ist ein Amboss und Zwergenschmiede. Toll. Ich will hier vorgehen und fragen, ob mir jemand das Seil zuwirft. Mhm. Fenris würde dir dein Seil zuwerfen. Ja, mein das Seil. Liegt drüben. Und das mein würde ich dann drinnen in diesen Amboss wickeln gehen. Passt das von der Länge? Nee, wahrscheinlich nicht, aber das bemerkt er erst, wenn ich's mach. Ich war eigentlich hier runter. Achso, das funktioniert nicht ganz. Ja, da stelle ich dann spätestens hier für. Haben wir noch ein Seil? Ich weiß nicht, wie viele Seile ihr habt. Meins liegt hier oben. Ja, das ist ja gerade in Benutzung. Genau, das hat Geimer gerade zugeworfen bekommen. Aber sonst hat keiner ein Seil dabei, oder? Kann man den Amboss bewegen? Nein. Aber wenn du da versuchst, den zu bewegen und so ein bisschen Staub weg, da wird so ein bisschen Staub weggewischt dabei, ne? Kannst du sehen, dass da was auf Zwerge steht. Oh, zufälligerweise kann ich wenigstens zwergig. und zwar kannst du da drinnen lesen, lass den Hammer fallen und den Amboss klingen. Liegt dir zufällig ein Hammer rum? Wenn du dich im Raum rumschaust, mach mal einen Wahrnehmungswurf. Ich würde mich davor guiden müssen, bevor ich mich umgucke. Ist okay. Du kannst sehen, dass in dem einen Wandgemälde, an dem ein Schmied einen Hammer schwingt, dieser Hammer tatsächlich nur eingelassen ist. Also das tatsächlich komplett eingearbeitet. Da ist ein Hammer. Den würde ich mal rausnehmen. Oh ja, dann hau ich auf den Amboss drauf. Ja, du bekommst 10 temporäre Trefferpunkte. Die halten die nächsten 24 Stunden an.
Alle hören so nur lautes Dong. Wirbeln und dieses Vibrieren geht dir durch Mark und Bein und du spürst einfach, wie eine Art Kraft durch dich durchgeht und du fühlst dich vital. Das hilft mir jetzt trotzdem nicht hier runter. Ich habe eine Idee, ich weiß ja nicht, ob du es erlauben würdest. Wenn ich mich quasi jetzt quasi wirklich so hier hinstelle, und dann caste ich Rhymes Binding Eyes. Moment. Wirklich so komplett so. Ja, ich verstehe die Idee. Dass ich quasi so eine Brücke aus Eis mache. Ich sag mal so, machen wir einen Arcana-Wurf gegen SG10 und wenn der gelingt, dann lasse ich es zu. Kannst du machen. Dann sage ich zu euren so, ich weiß nicht, wie lange es hält, wir sollten uns beeilen und ich nehme einen Level-2-Fenster weg und hau hier einmal eine Eisbrücke hin. Weil du den doppelt so hoch geworfen hast, als wie ich verlangt habe, hält das Ding tatsächlich dann für 10 Minuten. Das ist gut. Dann das ist jetzt der Bonus, weil du halt das Doppelte geworfen hast. Ja, dann gehe ich doch ganz, ganz fix oder trotzdem vorsichtig rüber. Ja. Und mach die Tür auf. Ich gehe nur bis zur Brücke und gehe nicht weiter. Du siehst, die beiden sind da so locker rüber und das kannst du auch so sehen, das hält. Okay. Dann gehe ich doch noch rüber mit. Also, dieser Raum hat 4 Plattenrüsten in Zwergengröße und eine Helme in jeder Ecke stehen. Auch dieser Raum ist 6 Meter hoch. Alles ist mit Spinnenweben voll bedeckt. Zwergenruhen sind in der gegenüberliegenden Wand graviert. Kann einer von euch Zwergisch, der da drin steht? Ja, ich. Dann kannst du auf jeden Fall lesen, dass die Inschrift, steht drinne. Ein Geheimnis, das noch nie verraten wurde, wird Dumatains Lippen öffnen. Ich lese den anderen das dann vor aufkommen. Dann darfst du mir einen, wenn du das so liest, dann darfst du mir einen Religionswurf machen. Normal dann, ne? Und wenn du so liest und den Namen liest, weißt du auch, oh, warte mal, Dumatoin. Das ist der zwergische Gott der Geheimnisse. Ja, teile ich den anderen auch mit, dass es der Gott der Geheimnisse ist von den Zwergen. So. Ein Geheimnis, was noch nie einer gehört hat. Nein, das noch nie verraten wurde. Noch nie verraten wurde. Warte mal eben. Ja, ihr könnt überlegen, was ihr macht. Ein Geheimnis, das nicht verraten wurde. Vielleicht versteckt sich ja hier ein Geheimnis. Nee, ich glaube, es geht eher darum, wenn es ein Gott ist, der Gott der Geheimnisse ist, der will ein Geheimnis hören. Ich hätte ein Geheimnis, aber nun, ich möchte auch, dass es eins bleibt. Dann funktioniert das, glaube ich, nicht. Ich meine, ein Geheimnis, das ihr nicht wissen wollt. Wie soll ich das machen? Soll ich das hier reinflüstern, oder? Ansonsten, Malis, wir beide gehen kurz vor die Tür, machen Tür zu und du kannst das in den Raum hineinrufen. Und vielleicht klappt das ja. Mimi, kurze Frage. Ja? Möchtest du das auch spielertechnisch, dass das ein Geheimnis bleibt? Weil dann wechseln wir eben den Raum. Ich glaube, bisher weiß es keiner außer Miosa. Dann wird es sowieso nicht funktionieren. Spielertechnisch. Spielertechnisch. Dann machen wir das so, dann gehen wir mal weiter mal ins Separier eben. Ja.
Weil dann ist es für die viel lustiger, dass, wenn sie nicht wissen, was du gesagt hast. Ja, ich meine, das weiß so keiner, außer spielertechnisch, dass das okay. Solange dein Charakter das noch nie jemandem erzählt hat. Nee. Okay. Hat sie nicht. Dann flüsterst du etwas in diesen Raum. Genau, ich flüstere, dass ich also in Nirele Nikolas verliebt ist. Okay. Weil das ist nämlich gut, weil dann können die anderen nämlich. Das Schöne ist, jetzt können die anderen nämlich Rätsel raten, was die liebe Muriel immer auch gesagt haben soll. Okay. Ja, das weiß ja auch keiner. Das hat Muriel nie jemand gesagt oder sich anmerken lassen. Stimmt. Okay, dann gehen wir runter. Ja. So, da sind wir wieder. Hände über die Decke. Nö. Warte. Okay, jetzt. Okay. Muriel. Hände eben abschütteln. Du bist gerade in dem Moment, als du das letzte Wort deines Satzes zu Ende gebracht hast, siehst du, wie in dem Boden ganz hinten an der Ostwand eine Falltür aufgeht, die ihr vorher nicht gesehen habt. Mhm. Und eine Treppe, die in einen beleuchteten, leicht beleuchteten Gang nach unten führt, öffnet sich. Mhm. Ja, ich öffne dann mal die Tür, ne? Mhm. Mann. Ja, ihr beiden draußen, ihr könnt das jetzt auch sehen, dass hinter Muriel eine Falltür aufgegangen ist. Hat dann schon funktioniert. Anscheinend. Ich hoffe ja, dass ihr nichts mitbekommen habt. Hm? Nein, ich habe nichts gehört. Mhm. Okay. Sollen wir durch diese Falltür gehen und was ist mit den anderen? Ja, das ist meine nächste Frage, weil das Eis hält auch nicht mehr so lange. Aber wenn Keimer schafft, das Seil rüberzuwerfen, wird man versuchen, ihn festzuhalten, dass er sich vielleicht hier rüber von der Brücke runterschwingt und am Seil hochklettert und Muse ist so kräftig, das schafft sie bestimmt auch. Keimers Mund geht kurz auf und dann betet der mal ganz kurz, dass er ignoriert werden wird. Okay, basically tatsächlich eine richtig gute Idee, die da geäußert worden ist. Ich schmeiß das Seil rüber. Weil ihr hattet da vier Leute, die das Seil festhalten können. Das sind genügend Leute, um das Gewicht von Galma oder auch Muse tragen zu können. Mhm. Das heißt, ihr da oben zum Halten werdet keine Würfe brauchen, um das Seil festzuhalten. Galma lediglich müsste mir, wenn er hochklettert, einen Athletikwurf machen, den er mit Vorteil machen darf, weil er von oben ein bisschen unterstützt wird, weil er ein bisschen nachgezogen wird. Ich guide sie mich auch, bevor ich da springe. Ja, alles gut. Dann machen wir mal einen Athletik-Check mit Vorteil. Vorteil und Athletik. Ja, schaffst du. Wie lange hält eigentlich Bless? Bless ist vorbei. Bless ist vorbei. Genau. Okay. Eine Minute hält Bless. Ja, ja. Oh, okay. Musa, möchtest du das auf dieselbe Art machen? Ich wollte erst was anderes machen. Okay. Ich hätte mir nämlich die Adamantit-Falltür mir mal angeschaut. Ja, es ist eine Falltür. Die hat so einen Zugring oben zum Aufziehen. Weil dann hätte ich mal geguckt, ob da irgendwie ob das eine Falle sein könnte. Und wenn nicht, hätte ich sie aufgemacht. Mhm. Machen wir mal einen Wahrnehmungswurf. Du möchtest halt überprüfen, ob das eine Falle ist. Das ist okay. Kannst du nicht unbedingt was wahrnehmen. Also, du hast ja, diese Tür hat auch keine Hebel oder nichts. Das ist diesen Boden eingelassen. Also wenn da Mechanismus ist, wäre der wahrscheinlich unter der Tür. Ich mal vorsichtig geguckt. Also ich hätte geguckt, ob ich sie vorsichtig öffnen kann. Hm. Du schaust nach unten zur Tür, ne? Du ziehst sie auf. Ja. Dadurch ist dein Blick nach unten gewendet. Das bedeutet, du bekommst jetzt keinen Vorteil auf den Geschicklichkeitsrettungswurf, weil über dir aus der Statue kommen zwei Feuerstrahlen aus dem Auge geschossen, als du die Falltür öffnest. Ah, mach mir einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Okay, den hast du nicht geschafft. Was? Okay. Das bedeutet, diese Strahlen treffen dich voll und du bekommst den vollen Schaden. Das sind zwei. Ich habe genau Average gewürfelt, genauso wie es im Buch steht. Das ist geil. 22 Feuerschaden.
Aua, heiß. Und dann siehst du, dass unter dieser Tür Boden ist. Und tatsächlich ist da so eine Druckplatte, die sich gelöst hat, die nach oben gedrückt ist. Wo steht der Zwergengott? Der steht an der östlichen Wand. Ihm wird der Mittelfinger gezeigt. Danke für nichts. Ein Gott beleidigen, das ist böse. Ja, es ist erstmal nur eine Statue am Mittelfinger zeigen. Das ist noch okay. Okay. Wir hören das wahrscheinlich. Ihr hört auf jeden Fall das Zischen und Feuer und einen lauten Schmerzensschrei. Und eine Muse, die gerade richtig angepisst ist und da rauskommt. Mit leicht verbrannten Klamotten. Also hinten die Klamotten, du hast ja auch keine Rüstung, ne? Die haben tatsächlich so Brandspuren. Also sie trägt jetzt rückenfrei. Ich trage so oder so rückenfrei. Also noch mehr rückenfrei. Da ist oben noch zusammen, weil sonst habe ich ein Problem. Warte, jetzt, ich weiß, das könnte jetzt ziemlich cringy werden dann, aber ja, ich mache einen Prozentwurf. Weil ich habe hinten so eine Schleppe dran, wie auf dem Bild. Okay. Du hast, wenn ich jetzt unter 25 würfel, ist das Ding, ne, also du hast eine 75%ige Chance, dass es heile bleibt. Okay. Bei 0, bei 1 bis 25 ist das kaputt. Okay. Es ist kaputt. Also das Spiel möchte deinen Charakter nackt sehen. Du hast ein Problem, dass das oben nicht mehr festgehalten wird. Also sie kommt dann mit so einer Hand so auf die Brust gehalten raus, oben dann, ne? Richtig angepisst. Warum zieht ihr euch aus? Das ist nicht der richtige Moment. Wir müssen es aus. Und an deiner Stelle wäre ich jetzt extrem vorsichtig. So, nun... So, die Herren, bitte einmal da in den Raum. Haltet das Seil. Ich mich hier in die Ecke, hab das Seil in der Hand. Das ist, glaube ich, lang genug, dass ihr noch ein Feld gehen könnt, oder? Das ist 50 Fuß, das reicht locker. So, wenn ja. Mist. Könnten wir uns zwar noch ein bisschen hinterstellen. Ja, es muss auch ein bisschen gewickelt werden, ne? Also. Ja. Stimmt schon. Gut. Ja, natürlich würde Fenris auch dann hier so hingehen. Wahrscheinlich hätte. Ich möchte Kilian jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, sein Charakter hätte so ein belustigtes Lächeln im Gesicht. Ja, ich glaube auch. Das ist irgendwie geil, ja. Wahrscheinlich. Dann wird dir das Seil rübergeschmissen. Mhm. Wenn einer von den Jungs guckt, garantiere ich für nichts. Ich, ganz off-topic gesprochen. Die haben gesehen, wie du mit anderen Leuten umgegangen bist. Ich glaube nicht, dass einer von denen so lebensmüde ist. Nein, ich denke mich auch so ein bisschen. Jetzt mal im Ernst, also, sie muss mitkommen. Na, es geht darum, wenn sie rüberspringt. Danach kann sie sich ja wieder bedecken. Also, wir können ihr nicht gucken, wir sind hier um der Ecke. Ja, ich hätte sowieso gesagt, und Augen zu machen, weil ich muss gleich hochklettern. Ja, da sind wir Mädels da, die dich. Alles gut. Ja, ja, die Jungs stehen zur Ecke, sie schließen ihre Augen, du kannst frei hochklettern. Ich Gott, mich schuf. Und wenn du oben einkommst, du machst mir bitte einen Athletikwurf. Auch mit Vorteil, weil auch da festgehalten wird. Aber das reicht eigentlich schon. Okay, alles gut. Die 12 hat aber auch schon gereicht. Du schaffst es, nach oben zu klettern und kannst oben dann wieder das zumachen. Jetzt wäre natürlich auch so ein bisschen der Mending-Spell gar nicht so verkehrt, weil es ist oben nur angekokelt und dadurch gerissen. Das heißt, mit Mending könnte man das noch wieder reparieren. Wenn das keiner hat, ansonsten würde wahrscheinlich Miriel sich ein Stück Fetzen von ihrer Kleidung da irgendwie so auseinanderreißen und ihr da irgendwie einen Knoten reinmachen. Nein, warte kurz. Ich habe okay. Nicht, aber Marlies hat eine Lederschleuder an der Dings. Das ist einfach so ein Lederschnüre mit einem Zwischenstück, wo ihr Geschoss eingelegt. Ihr müsst nichts kaputt machen. Ich kann mir auch einfach ein anderes Kleid anziehen. Ich habe genau dasselbe in meinem Rucksack. Ah, okay. Okay. Ja, sonst hätte Geimer die auch sein Mams gegeben. Ja. Ist kurz, aber. Wahrscheinlich werden die Jungs jetzt dann reingeschickt und die Tür zugemacht erstmal. Ja, okay. Du hast dich umgezogen. Ja. Ja. Ich würde mir dann. Ich trage mir dann einmal meine Kommen. Ah, nee, die lasse ich drin. Ich
wechsle sie nur, dass eins davon kaputt ist. Ja. Kannst ja immer gucken, ob du es schneidern lassen kannst. Wird aber schwierig, sag ich dir so. Notdürftig was ranbinden, damit du nicht frei rumlaufen musst, wäre machbar gewesen. Nee. Ich will das, ich kann dadurch Fetzen machen, um wenn mal irgendwie Rauch ist, dass ich da was abreißen kann. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich wollte meinen Satz gerade zu beenden mit von wegen, aber repariert werden kriegst du es nicht, aber du kannst es halt immer noch in irgendwelche Lappen oder sowas umwechseln lassen. Genau. Gut. Ich muss mir einfach ein neues anfertigen lassen. Wunderbar. Dann seht ihr die Falltür. Wäre ich sogar tatsächlich in der Zeit schon hingegangen und hätte mal runtergeguckt. Und du siehst halt einen relativ langen Gang und der dann irgendwann in eine Wandeltreppe endet. Ich hab die Mädels mal gefragt, ob irgendjemand von denen was hat, dass es ich mich sauber machen kann. Das sind zwergliche Plattenrüstungen? Weißt du, Digitation oder sowas? Was denn? Ich musste noch mal eben ganz kurz eben, Ob jemand was bei ja, vier Plattenrüstungen in Zwergengröße, ja. Also Galmas Größe. Ja. Wie gut sehen die noch aus? Die sind nicht mehr sehr gut. Die müsste mal wieder in Stand halten. Also so wie sie jetzt sind. Also sagen wir mal so. Du kannst dir gerne eine mitnehmen. Später mitnehmen und die dann gegen ein bisschen Kleingeld aufwerten lassen. Die muss auf jeden Fall einmal saniert werden. Auf jeden Fall landet ihr dann irgendwann in einer an einer Wendeltreppe. Ja, runter. Ja. Gut, ich wollte wissen, wer vorgeht. Wenn keiner was dagegen hat, geht keiner mal vor. Mhm. Er hat sein leuchtendes Schild. Malis möchte auch gern vorschicken mit ihrer Laterne. Ich laufe hinter ihm. Malis wird auch langsam hinterher umwählen. Ja. Dann öffnet sich unten ein Gang. Auf dem Weg dorthin hätte ich einfach nur so laut gedacht und so dieses Wie kommen wir eigentlich wieder zurück? Moment, ja, alles gut. Ich habe einen kleinen Vorlesetext für euch. Ja. Auch wenn das Gewölbe tief unter der Erde ist, ist es von Strahlen aus Sonnenlicht erleuchtet, die aus der Decke kommen und Staubpartikeln in erleuchtenden Pfützen aus Licht fangen. Reich verzierte Säulen tragen eine 9 Meter hohe gewölbte Decke, die mit Gravuren von Zwergen geschmückt ist, die sich in der Präsenz ihrer Götter laben. Ich decke das gleich weiter auf. Tiefe Nischen befinden sich entlang der Wände, in einer davon ist ein riesiger Goldschatz aufgetürmt. Aus den staubigen Dunkelheit tritt ein alter Zwerg, der einen Stab trägt, der so geschnitzt und bemalt wurde, dass er wie zwei umschlungene Drachen aussieht, einer rot, einer golden. Trotz seines Alters sind die Augen des Zwergs klar und fest. Oh, ich habe niemanden erwartet. Ach, wie ihr sehen könnt, habe ich nicht aufgeräumt. Vielleicht solltet ihr später zurückkommen, nachdem ich ein wenig für Ordnung gesorgt habe. Und ich decke euch eben den restlichen auf. Einen Moment. Ich habe nicht mit mir von meinem Volk hier gerechnet. Und ihr könnt in die Mitte von diesem Raum gehen. Ich will nach Hause. Von eurem Volk, ja. Ganz wie ihr meint. Und ihr seht mich schon aus wie ein Zwerg. Also. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr habt weniger Zwerge, als ihr vorgibt. Mein Name ist Barok Klanghammer. Geil, Eisenhammer, und ich reiche ihm die Hand. Wer nimmt die Hand? Was? Klanghammer, dann ist die Miete da oben bestimmt von euch gewesen. Sie gehört zu meinen Vorfahren vielleicht. Ich selber habe sie nicht gebaut oder benutzt. Nun, wir waren
eigentlich auf der Suche nach dem Schatz, den Never hier versteckt hatte, um ihn Waterdeep zurückzubringen. Oh, also, den Schatz habt ihr gefunden, aber ich werde ihn euch nicht geben. Oder hat euch Lord Neverember geschickt, ihn zu holen? Jetzt muss ich irgendwas war sein Neffe. Renner, sein Verwandter. Nun, ein Neverember hat uns geschickt. Und zwar Renner er. Sonst. Und warum sehe ich ihn da nicht? Ihr könnt mir ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Er ist nicht mitgekommen, weil er angeblich ein Drache sein soll? Richtig. Eine ziemlich bescheidene Aussage für jemanden, der eigentlich von Neverember geschickt werden soll, oder von einem Neverember geschickt werden sollte. Man müsste ja über sämtliche Bestandteile Bescheid wissen dann. Also das macht ja keinen Sinn, dass er herkommen sollte, um etwas zu empfangen zu nehmen, was von etwas bewacht wird, was es ihm dann freiwillig geben würde. Nicht wahr? War nicht so unwahrscheinlich. Also schließe ich daraus, dass ihr keine Befugnis habt, diesen Schatz zu bekommen. Also, wenn ich bitten darf, verschwindet. Ich schau die anderen Fragen an. Sie guckt so ein bisschen so, dass alle so, also Miriel guckt so alle an, so kämpfen können wir jetzt auch gerade nicht. Das ist gar nicht so. Habt ihr dann wenigstens noch ein Seil? Werde ich bestimmt finden. Wie gesagt, dieses Gold gehört Lord Neverember. Oder gibt es hier zufällig einen anderen Ausgang? Einen anderen Ausgang? Weil oben sind ein paar Brücken eingestürzt. Oh. Ich werde bestimmt irgendwo ein Seil noch haben. Wartet, ich werde eben eins holen. Und er verschwindet kurz an einer Ecke. Kann ich in der Zeit einen Zauber casten? Welchen? Healing Ward, Dings. Ja, das kannst du machen. Also ihr könnt... Und heilen. Gut, ich cast dann mal auf Stufe 2. Ich überlege gerade... Du castest auf dir selber? Ja, kannst du gerade heilendes Wort auf mich selber, damit ich etwas gesünder wieder aussehe. Du meinst Wunden heilen, okay. Nicht heilendes Wort. Ja, meinte ich doch. Ich überlege gerade, ob... wie heißt das? Channel Divinity Press ist das oder was? Ja, die Channel Divinity, du kannst halt das Fünffache deines Cleric Levels an Leben verteilen, aber es darf nichts davon über das halbe Maximalleben gehen. Also 20 Leben könnte ich verteilen. Genau, so. Und zum Beispiel könntest du damit Geimer sowieso. Sowieso jetzt nicht mehr? Genau, Nicholas darfst du auch nicht heilen damit. Ja. Weil der genau bei der. Ich darf mich nur um 3 heilen. Genau. Marlies könnte davon noch bis bei 32 abgerundet. 16, also 5 Leben könnte Marlies bekommen. Dann sind schon 8 weg. Und Miusa, du bist. 1. Du bist bereits weg, ne? Was? Nee, oder ein. Okay. Ein. Genau. Ein. Ja, also du könntest. Na gut, dann. Ja. Lohnt sich das ja quasi gar nicht. Kannst du. Was heißt es? Es sind schon mal ein paar Leben, die man mehr heilen kann. Ich weiß nicht. Ja, ich überlege halt, ob nicht Prayer of Healing gerade besser ist, wenn das dauert wenn ich 10 davon Minuten. Ausgehe. So lange ist ja. Der nicht weg. So lange ist der nicht weg, okay. Nee, der ist keine 10 Minuten weg. Ihr habt vielleicht 2-3 okay. Minuten Zeit. Wer sieht denn gerade. Mali sieht gerade am schlechtesten aus, ne? Ja. Also du könntest dann, wenn du deine Channel Divinity natürlich nutzt, heilst du, musst du später weniger durch Space Slots heilen, ne? Ach ja. Das musst du selbst entscheiden.
Timo. Hm? Ich würde mal meinen ganz tollen Stein fragen. Mhm. Ich mache jetzt mal erstmal Kobunz auf. Was möchtest du denen fragen? Ob er mir was bezüglich dieses Zwergers sagen kann oder ob er mir irgendwie helfen möchte, hier weiter voranzukommen. Ach, ich hab das Sanctuary. Oder ob er mir helfen kann, eher gesagt. Also, was soll ich dir denn helfen? Ich wollte dich hierher führen, das habe ich getan. Der Zwerg möchte einen Beweis haben, dass wir hier überhaupt sein dürfen. Ich weiß nicht, bist du theoretisch Beweis genug? Nö, ich bin Schlüssel. Jeder, der mich hält, kann hierher kommen. Wenn du einen Haustürschlüssel findest, berechtigt dich das ja auch nicht, das Haus zu betreten. Ja, alles gut. Ich hab's kapiert. Hätte ernsthaft ein Stück mit einer Unterschrift mitgegeben. 14 Heilungen an Malice, ja. Nikolas, was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Der Zwerg hat recht. Neverem ist doch nur nicht mitgekommen, weil Attentäter und so schon hinter ihm her waren. Ja, aber wir haben keine Beweise dafür. Wir haben weder ein Schriftstück noch ein Siegel von ihm noch irgendwas anderes. Ihr erinnert euch an die offene Tür und diese Typen, die da oben sind, die werden runtergehen und den Zwerg umbringen. Und versuche ihn davon zu überzeugen. Okay. Der Zwerg kommt wieder. Der Zwerg. Und übergibt euch ein Seil. Hier, ich habe noch eins gefunden. Wir sollten euch vielleicht warnen vor den Leuten, die oben sind und die offene Tür und die euch umbringen werden, wenn sie hier runterkommen. Och. Also, wir gehören nicht zu denen, um Gottes Willen. Macht euch keine Sorgen. Ich bin sehr wehrhaft. Ich möchte gerne einen Wurf auf Motiv erkennen machen. Ja. Frage. Das muss ich jetzt. Hat das mit Drachen zu tun? Weißt du nicht. Das sitzt einfach ein Zwerg, der sagt, der kann sich wehren. Ich weiß jetzt nicht, was du dafür. Was möchtest du denn genau erkennen? Ich sehe kein Charisma-Checks. An dem Motiv. Irgendwie, ob er da irgendwie so eine Miene verzieht, ob er das meint mit dem Wehren. Hat er eine Waffe bei sich? Er hat diesen Stab, den er auf dem Handout trägt. Und der ist golden. Oder ist rot? Nein, einer der beiden Drachen ist golden und einer der beiden Drachen ist rot, die diesen Stein umschlingen. Der Zwerg, weil der Zwerg sieht golden ja, aus. Ja, der hat so eine goldene Robe, der hat so eine bräunliche Hautfarbe, hat goldblonde Barthaare und Haarhaare auch. Der Zwerg sieht. Was ich denke, was er ist. Nee, das kannst du mit Motiv erkennen nicht. Das kannst du mit Motiv erkennen nicht erfahren. Du kannst jetzt nur erfahren, er ist sehr selbstbewusst und meint das, was er sagt. Er kann sich wehren. Ich fange einfach den. Seid ihr der goldene Drache, der hier hausen soll? Und wenn es so wäre? Wirklich, ich bin nur neugierig. Aber ihr wisst doch, Drachen können Waterdeep nicht betreten. Naja, genau genommen sind wir unter Waterdeep. Das ist irrelevant. Der Zauber der Waterdeep. Ihr wart schon länger hier als Waterdeep. Ich formuliere es anders. Dieser Zauber sagt, dass kein Drache sich in Waterdeep aufhalten kann, nicht wahr? Aber das wisst ihr doch. Wir befinden uns nicht mehr in Waterdeep, ich habe verstanden. Aurelax. Doch, wir sind in Waterdeep. Aber er ist jetzt gerade kein Drache, sondern ein Zwerg. Seid ein Gestaltwandler. Aber ich rede hier an, dass ihr Aurelax seid, richtig? Aurelax der Goldene? Er grinst dich an. Ihr seid ja ein intelligentes Bürschchen. Und er schwingt so leicht mit dem Stab immer hin und her. Wenn ihr so intelligent seid, dann könnt ihr mir auch sagen, was das ist, nicht wahr? Und er zeigt auf den Stab. Moment. Ja, du kannst gerne auch einen Arcana-Check darauf machen. Ich habe es gar nicht geübt. Malice nimmt eine Perle zur Hand. Und nutzt ein Space-Slot. Ich benutze die Inspiration dafür. Nee, das ist jetzt erstmal nur für Nikolas und Fies. Ich würde ganz gerne einmal Identify. Ja, Moment. Wirken. Du musst das Ding dafür sehen können, ne?
Oder musst du es in der Hand haben? Was sagt Identify? Wie? Achso, Touch. Hm, Touch kannst du gar nicht. Achso, ich würde sagen, werde ich es kurz berühren. Nein. Ich habe unseren netten Herrn hier vorne gefragt. Sei jetzt auch mal nicht so voreilig. Nikolas, du hast diesen Stab schon mal gesehen in einer Geschichte. Und zwar in der Zeit über, wo du dich ein bisschen mit verschiedenen Elementarmagien studiert hast, hast du halt auch immer wieder mal über Drachen natürlich gelesen. Mhm. Und den Stab, den er hält, das ist der Drachenstab von Ageiron. Ageirons Drachenstab, richtig? Genau, und du weißt doch, dieser Stab ist auch wahrscheinlich der Grund, dass Aurinax in diesem Schutzzauber leben darf, weil der diese Schutzkuppel von Waterdeep außer Kraft setzt für ihn. Das ist der Drachenschutzstab von Ageiron, habe ich recht? Wunderbar. Das ist schön. Nun, nachdem das geklärt ist, werdet ihr auch sicherlich wissen, warum mir die Leute da oben herzlich egal sind. Nun, ich bin sowieso nicht ganz einverstanden damit, dass die da oben etwas von dem... Ja. Ich möchte es nicht Schatz nennen, von den angehäuften Reichtümern hier unten. Meine Sache ist halt eigentlich, ich persönlich möchte eigentlich lieber diese Reichtümer benutzen, um Leuten zu helfen. So. Ich möchte euch in der Hinsicht sagen, ich persönlich möchte von diesem Reichtum eigentlich gar nichts haben. Ich möchte eigentlich nur versuchen, Leuten zu helfen. Leuten helfen. Indem ihr den Schatz von Neverember nehmt. Den er von der Bevölkerung von Waterdeep gestohlen hat. Naja. Ist nicht jedes erwirtschaftete Gold irgendwie gestohlen? Nicht unbedingt. Aber, und dann schaut er Nikolas an. Wie heißt ihr eigentlich? Mein Name ist Nikolas Abana. Mhm. Und wenn ich euch diesen Schatz überlassen würde, sagt ihr oder behauptet ihr zumindest, ihr würdet nicht eine Goldmünze davon behalten und würdet sie an das Volk verschenken. Sehe ich das richtig? Zum Teil. Ich habe bei ein paar sehr guten Freunden von mir ein paar Schulden offen, die ich begleichen werde müssen. Ja. Aber den Rest habe ich vor, komplett an die Bevölkerung von Waterdeep zu geben. Also seid ihr gar nicht so eigennützig, wie ihr tut. Schade. Das ist an sich falsch. Ich habe von einem Freund einen Gefallen eingefordert. Dieser Gefallen wurde mir gewährt, dieser Gefallen hat Geld gekostet. Das Ding ist... Aber genau das ist doch die Gründe, warum man Neverember einen Dieb nennt. Er hat Schulden und hat sich eine Möglichkeit gesucht, sie zu bezahlen. Er hat eine Gelegenheit gegriffen und sich etwas genommen. Ihr kommt hier zu mir, sagt, ihr wollt das Geld dem Volk zurückgeben, aber natürlich nur, nachdem ihr euch selbst daran natürlich entsprechend bereichert habt. Nikolas, wir brauchen das Geld nicht. Wir kriegen das hin. Wir haben das mit der Taverne genauso hingekriegt. Wir arbeiten alle Hand in Hand und kriegen das wieder hin. Wir brauchen das Geld nicht. Wir arbeiten wieder Hand in Hand und dann schaffen wir das. Wir haben das schon mal geschafft. Scheiß auf das Geld. Dann arbeite ich wieder ein bisschen mehr und dann passt das. Wir brauchen nur mehr Zeit. Zumindest wird der Schwarzstab hiervon erfahren. Soll er doch. Wohlgemerkt, wir müssen doch die Zwergendame bezahlen. Ich hab nicht mehr das Geld dafür. Halt die Klappe, also, Geimer! Ihr zusammenlegen. Das ging an euch, nur dass ihr zusammenlegen sollt für sie. Jetzt schaut er nochmal in euch alle an. Also. Ihr hin und her hüpfendes kleines Volk. Ich frage euch. Aber nur, weil es mich interessiert. Warum wollt ihr diesen Schatz?
um ihn wieder zurück zu Waterdeep zu geben. Vollständig. 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 Den Rest erledigen wir als Team. Wir haben es schon mal geschafft. Das ist das, was ich meinte. Wir brauchen das Geld nicht. Wir geben es denen zurück, denen es gehört. Und uns gehört's nicht. So, macht mir mal alle einen Charisma-Wurf auf Überzeugen. Oh, das wird jetzt ein Gruppencheck. Also alle auf Überzeugen. Mhm. Mein Befähigungsbonus wird da verdoppelt. Aber ich bin, glaube ich, da eh nicht geübt. Befähigungsbonus. Ja, Fertigkeitsbonus, aber... Übungsbonus. Ist ja Fertigkeitsbonus, ja, ja. Aber habe ich leider eh nicht. Okay. Nehme ich meine Inspiration. Warte, ich komme einmal. Würde ich dir empfehlen? Ja, komm. Und, also, Miriel brauchst du dich gar keine Sorgen machen. Mhm. Okay, bleib dabei. Okay. Ah. Interessant. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das soll der schöne Tag heißen? Dass ihr hier verschwindet. Dass wir hier nicht weiterkommen. Kommt, wir gehen. Wir holen Rinna eher dazu. Danke für das Seil. Warte mal ganz kurz. Ich muss noch mal ganz kurz was rechnen. 3. Das sind. Nee, das reicht nicht. Okay. Ich habe nur gerade kurz was geguckt, ob der Überschuss bei Muriel euch da hätte helfen können. Ja. Okay. Schade. Was für Fenris mitgewürfelt? Hm? Fenris. Fenris, entschuldigt. Ja, Fenris darf natürlich auch noch würfeln. Fenris, please. Fenris. Ja, wenn Fenris das nämlich schafft, weil den Überwurf bei Muriel habe ich nämlich bei Nikolas mit drauf gerechnet, damit Nikolas den Wurf schafft. What? Der DC ist eine 18. Fenris. Ich werfe euch den offen. Fenris. Nein. Nein, schafft er nicht. Oh, er hat auch noch eine. Warte, warte mal. Ja, er hat seine Inspiration noch, weil er ist ja nicht gesprungen, da hat er ja nicht weggeworfen. Genau. Ja. Um einen daneben. Die einen beißen die ab und gibt ihm den. Obwohl, warte mal ganz kurz, stopp, warte. Ich habe ja gesagt bei dem Gruppencheck, ich gebe das, was Miriel drüber ist, euch anderen, ne? Ja. Miriel hat ihn geschafft. Dann kann sie einen an Fenris geben, das abcovern, sag ich mal, dann haben es schon zwei geschafft und dann hat sie immer noch zwei übrig, weil sie über drei rüber gewürfelt hat. Und das reicht für Nikolas, das ist 3 von 6 haben es geschafft. Das ist die Hälfte. Das ist die Hälfte, damit habt ihr den Gruppencheck geschafft. Nice. Das ändert die Aussage von Aurinax. Übrigens, das ist keine gängige Handhabe, dass man so mit Gruppenchecks umgeht. Ich fand nur das, was ich an Rollenspieltechnisch so gemacht habe, fand ich das so schön, ich wollte euch das belohnen. Mhm. Und ich habe gesagt, die Leute, die es schaffen, das, was sie drüber schaffen, geht an die anderen drüber. Mhm. Also, dass ihr im Prinzip auf einen Gesamtwert von 3x18 kommen musstet. Ja. Wenn man so will. Genau. Dann würde ich euch anschauen. Und wie wollt ihr das bewerkstelligen, dass das Volk das Geld zurückerhält? Und dass ihr sicher gehen wollt, dass nichts davon verschwindet? Steht der Schwarzstab nicht für das Volk ein? Das mag sein. Zumindest stört er das.
Aber könnt ihr mir versichern, dass dort nichts bürokratisch unterschlagen wird? Was, wenn wir es selber an die Bevölkerung verteilen? Dann sagt mir, wie ihr sicherstellen wollt, dass alle gerecht beteiligt werden. Wir setzen einfach alle Instanzen in Kenntnis darüber, dass das Gold gerecht aufgeteilt wird und jeder soll als Kontrollinstanz den anderen gegenüber dienen. Heißt die Frage vielleicht, ihr seid doch eine neutrale Person. Mehr oder minder. Vielleicht könntet ihr uns dabei helfen? Also, ich wurde bezahlt, diesen Schatz zu bewachen. Und ihr könnt in einer Ecke sehen, dass dort einige Edelsteine noch liegen, in die ihr so gerade so ein bisschen hinguckt, ne? Aber es hindert mich natürlich auch nicht daran, zu sagen, dass es ausreichend ist mit dem Bewachen. Aber ich werde bestimmt nichts tun, um bei der Umverteilung zu helfen. Ich werde eher nichts tun. Ich persönlich meinte, er hätte es den Hafen angegeben. Die Hafner stehen für gewöhnlich für das Gute in der Welt. Nun, kannst du versichern, dass nichts in die eigene Tasche wandert bei den Hafnern? Ich finde, dass du bei den Hafnern bist. Wie wollt ihr? Hab ich was verpasst? Wie wollt ihr das zu den Hafnern geben? Wie meint ihr das? Nee, dafür müsste man ja erstmal einen Hafner kennen, nicht wahr? Ich würde so ganz klammheimlich die Hand heben. Wer steht vor einem? Keiner, ich schau dich mit offenem Mund an. Mir ist ja ganz normal, die weiß das schon. Okay. Ja, doch, das reicht mir. Dann geht eure Hafner-Freunde holen. Das werde ich tun. Aber. Was ist mit den Leuten oben? Das ist nicht mein Problem. Aber mein lieber kleiner Hafner-Freund. Wenn ich mitbekomme, dass ihr euch an dem Schatz bereichert habt, werdet ihr meine nächste Mahlzeit werden. Haben wir uns da verstanden? Ich kann in der Hinsicht leider nur von mich sprechen. In meinem Ermessen wird nichts über die Hafner in die Taschen der Hafner gehen. Dann habt ihr ein großes Vertrauen in eure Hafner-Freunde. Das habe ich. Ja. Gut, holt sie. Ich werde sie darüber informieren. Lasst uns gehen. Und auf Wiedersehen. Nun, da oben sind noch Leute, für die unbedingt meinen, gierig zu sein, sollen sie ihr Glück doch versuchen. Ich würde sie nicht dran hindern, hier runterzukommen. Immerhin wurdet ihr für das Wachen bezahlt, nicht wahr? Richtig. Bisschen Action kann auch immer mal gut tun. Ich kann trotzdem mal gucken. Wir müssen da immer noch jemanden umbezahlen. Habt ihr zufällig noch Geld für sie? Halt jetzt die Klappe, blöder Zwerg! Ich frag bei euch direkt nichts von diesem Gold! Wie viel kostet denn deine Dame? Das beklären wir später. Das ist jetzt nicht Debatte. Also die Dame müsste er schon bezahlt haben zum Teil, ne? Und wenn nur die Hälfte. Hier. Nochmal fragst, wirst du gleich mein Katana schmecken. What the fuck? User würde weiterlaufen. Okay, ihr geht hoch. Mhm. Ihr geht aus diesem Gewölbe raus, in den alten Turm. In der Zeit kriegt Kalmar 92 Gold in die Taschen gesteckt. Nö, nehme ich nicht an. Kalmar ist stinksauer. Ja.
Und als ihr dann da unten rauskommt, ihr steht da, ist ein bisschen was passiert. Geht mal bitte an den Kamin ran. Der Kamin war? Ja. Ich muss nämlich ein bisschen was umstellen hier an Personen. Ihr könnt nämlich gerade sehen, wie... Warte, die hat schon ein bisschen Schaden genommen. Hier ist einer von den Wachen ist tot. Hier ist ein Kampf. Am Gange. Und ihr könnt sehen, wie Leute in Roben, so ein schwarz-roten Roben, am Kämpfen sind. Gegen die Wachen von der Adligen und gegen sie selber. Dann Initiative, okay. Wallis. Ja. Es geht nach hier oben. Und... Da wird eine Adlige angegriffen. Zur Notbox, die uns raus im Rad. Der da. Es wird auf meiner Laute gespielt. Und ich hoffe, das hört sich für ihn ganz schrecklich an. Ich wirke ein Dissonant Whisper auf ihn. Wenn du redest, du bist gemutet. Ich bin gemutet, super. Ich sag gerade, ihr könnt nur sehen, wie Blut aus seinen Ohren läuft, er sich die Hände zum Kopf führt und einfach schreiend tot zusammenbricht. Das war's? Ich muss das Bullshit-Bingo weiterführen. So, die sind dran. Nimael? Ja? Hast du Bendris mit Return oder reingebaut? Habe ich tatsächlich gerade nicht. Danke für den Hinweis, weil ich den Token nämlich nicht gesehen habe. Ach, guck mal, Fenris ist sogar noch vorher dran, aber der macht nur eben schnell einen Schuss auf den Typen dahinter. Oder? Nee, der geht ran. Der geht ran. Jetzt darf er ja wieder mit seinem Säbel loslegen. Zack. Und schießt. Und er trifft zweimal. So. Dann ist der Kultist hier, sind die dran. Die greifen einmal. Die sind draußen am Kämpfen. Okay, Treffer. Warte mal. Die ist ja da. Mensch, so. 4, 9. Oh ja. Minus das. Minus das. Ach, das ist jetzt gerade, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen schnell das hin und her hier. Dass die direkt nacheinander dran sind alle, ist für euch gerade ein bisschen... Dann sind die dran, der... Wenn ich Schaden nehmen mag, das bitte eintragen. Ja. Yeah. Der greift erstmal die Dame an und zwar zaubert der. Jo. Sie wird getroffen von einer vibrierenden Hand. Und macht ordentlich Schaden. Ne, warte mal, der geht hier raus, geht auf Malice zu und denkt sich, jo, auch ich zauber mal eine Runde. Es ist ein Crit. Malice geht down.
Oh, wow. Das sind 32, 36, 39 Schaden. Wusch. Ihr könnt nur sehen, wie so eine vibrierende Hand, die wirkt, sie so aus, wirkt, als so schwarz-rotes Feuer sich drum wickelt, Malis an die Kehle gefasst wird und einfach von der Hand runterrutscht und dieser ganze Brustbereich vorne komplett aufgerissen wird und sie einfach blutend zu Boden geht. Das war der Entzug. Die Wachen sind dran. Die schlagen eben einmal schnell nach ihren Gegnern. Eins, zwei, drei. Die erste trifft nicht. Die. Doch, die erste trifft auch. Ha. Die treffen alles. Mirza, du kannst schon mal. Ich trage nur noch schon mal im Leben hier um. Ja. Ich würde mich nämlich hierhin bewegen. Ja. Hätte ihr einmal zugenickt, hätte mich dann in seine Richtung gedreht. Würde als Bonusaktion gerne wagen. Um dann mit Vorteil, weil Reckless Attack auf den Dude einzuschlagen. Ja. Das trifft. Perfekt. Was verpasst du da, wo ist Miose auf dem... Oh Leute, jetzt erst. What? Okay, das war's? Ja. Ja. Bei mir jetzt gerade eben nachgeladen, deswegen. Ah, ist gut. So. Esvel ist dran. Die hat ein Rapier in der Hand und damit sticht sie dreimal zu. Zwei, drei. Okay, das ist ein Treffer, das ist ein Treffer. Und jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Ich muss noch mal eben da noch was auswürfeln. Ja, die zersticht den und zerlegt den komplett. Aus dem ist, bleibt nur noch Schweizer Käse übrig. Nikolas. Ich habe gerade was gesehen, was ihm so gar nicht gefallen hat. Wir machen noch mal einfach so, genau. Ich gehe da mal ran. Als allererstes Shocking Grasp. Jawohl, Treffer. Dann als Bonus-Action caste ich Flame Blade. Scheint in meiner Hand quasi eine, ich weiß nicht, was das ist. In seiner Hand erscheint wirklich einfach eine Klinge, kommt nur aus Blitzen, aber die so heiß ist, dass sie alles verbrennt. Und dann hau ich mit der Klinge noch einmal zu. Funktioniert das so, oder? Ja, gut, nächstes Mal bitte im Spell, ob du mit dem Cast direkt einen Angriff machen darfst, falls hier eine Bonus-Action ist. Ich glaube nämlich nicht. Nee, sorry. Meistens kannst du. Action, genau, meistens darfst du schon direkt zuhauen, wenn es eine Action ist. Dann revidiere ich meinen Shotgun Grasp. Ja, genau, ist okay. Dann greif mit dem Flameblade an. Wo ist es denn hier in der Liste? Wenn du triffst, ziehe ich einfach, den rechne ich einfach für den Schaden auf. Wow. Würfel doch einfach, würfel jetzt einfach ein W20 eben und rechne deinen Zauberbonus oben drauf. Ja. Also wir können auch deine 22 nehmen auf dem Wurf, das ist okay, dann würfel einfach den Schaden. Ja, es sind 3d6. Genau. Zack. Genau, dann trage ich noch 6 weitere Schaden zu und dann passt das. Weil, ja, weil ich die 4 von dem Shocking Grasp schon eingetragen hatte. Naja, dann bin ich konzentriert. Geil mal. Mach mal kurz was. Hier so kann man drüber laufen, oder? Das ist okay, ja, das ist so eine Art Mühle in der Mitte, irgendwas. Bringt mir aber nichts. Wo willst du denn hin? Ich wollte gucken, ob ich hochkomme, aber dafür reicht mein Moment gar nicht. Dann, ich stell mich hier hin. Und ich kaste Wunden heilen auf Malins. Okay. Dann ich kann sie nicht stabilisieren, sonst hätte ich es gemacht. Ja, mach das. Ja, auf Stufe 2. Und das sind einmal 9 Leben. Ja, Glut, bist du schon wieder da? Ja. Gut, dann trag dir eine Erschöpfungsstufe ein, ne?
Bin schon dabei. Gut. Kann ich mich hier hinstellen oder hier, oder ist er dann verdeckt? Also das grobe Kreis in der Mitte, also Entschuldigung, nochmal eben zu dem kann man drüber laufen. Über diese Seitenteile hier könnt ihr rüberlaufen, das Ding in der Mitte aber nicht. Aber hier drüber nicht. Genau. Ah, okay. Hier stand ich, muss ich außen rumlaufen, ne? Ja. ja gut, dann bringt das ja gar nichts, weil ich will an Ina hier rankommen. Ja doch, geht, ne? Da muss ich mich ein bisschen vor User stellen. Dann wird auf ihn hier Guiding Bolt gemacht. Dann mach mal. So. Der ist tot. Oh, ich hab noch auf öffentlich. Alles gut. Dann ist Fenris dran. So, Fenris kommt hier komplett ran. Macht einen Säbelangriff. Tötet den Dude und schießt auf den anderen Typen. Und auch das ist ein Schlag in den Säbel, der andere Schuss, zack, er kommt hoch, zwei Tote. Marlies. Ja, es wird aufgestanden. Und der, ich mache eine Bonusaktion. Ich spreche mir und Nikolas, Miosa und Miriel inspirierende Worte zu. Ich nutze meinen Feature Mantle of Inspiration. Das heißt, sie alle kriegen 5 Temp-HP, können ihre Reaktionen nutzen. Ja, fürs Bewegen. Fürs Bewegen. Und die nutze ich auch. Und ja, dann darf er mir einen Wisdom Saving Throw geben. Ja. Gegen sehr unschöne Töne. Okay. Den schafft er nicht, der ist tot. Damit ist der Encounter beendet. Sie guckt so. Oh. Das war ja eine Überraschung. Ihr seid wieder oben? Nun, wo ist mein Gold? Nach unten. Wir müssen nochmal wiederkommen. Was heißt unten und ihr müsst nochmal wiederkommen? Was soll das heißen? Der Drache will uns das Gold nicht willentlich geben. Und was wollt... Wozu müsst ihr denn nochmal wiederkommen? Wir müssen mit dem Person wiederkommen, dem er das Gold dann gibt. Also, den er dann erlaubt, das Gold mitzunehmen. Sie guckt dich ein bisschen... Dann klären wir das weiter. Sie guckt dich ein bisschen an. Mach mir mal einen Wurf auf Täuschen. Was heißt ihr täuscht nicht? Du erzählst nicht... Nee, du erzählst nicht die Wahrheit. Der Drache hat ja gesagt, er gibt euch das Geld, wenn ihr das den Hafner... Also, er hat nicht... Ich soll den Hafner holen. Ich soll die Hafner holen und gibt den Hafner das Geld. Ja, er hat aber nicht gesagt, er gibt euch das Geld nicht. Du hast gesagt, er will uns willentlich das Geld nicht geben. Und das ist nicht wahr. Sie steckt das Rapier ein. Gut. Aber sollte unser Deal aus irgendwelchen Gründen platzen, merkt euch eins. Ich bin ein... Mich wollt ihr nicht zur Feindin. Und dabei tritt sie den Typ, den sie zerstochen hat, dagegen und tritt dem einfach ein paar Mal gegen den Kopf und der ist sowieso schon so labilisiert. Ihr könnt sehen, dass er so weiter die Wunden aufreißen und Blut dabei rausspritzt.
ich würde mich da vorstellen. Misa verlässt den Raum, bevor sie gleich irgendwas sagt, was sie im Nachhinein bereut. Nikolas. Bei ihm, Alter, bitte hören Sie auf. Ich guck dich an. Wenn dein Name nicht wäre, hätte ich dir jetzt hier und sofort eine geschallert. Verpiss dich aus meinem Turm. Jetzt! Ist der noch verletzt? Der ist tot. Der ist tot, okay. Der ist sowas von tot. Die tritt halt einfach mehrfach gegen die Leiche, halt, hat sie gerade. Sie hat jetzt aufgehört. Okay. Und sie guckt dich jetzt ganz böse an und sagt, verpiss dich einfach, geh, verschwinde. Passen Sie auf. Wer ist das im Hintergrund? Mimi. Das ist Miriel. Mimi, hast du ihr gerade gedroht? Ich hab gesagt, passen Sie bloß auf, was Sie sagen, habe ich gesagt. Ich bin im Hintergrund. Okay, weil ich habe nur gehört, passen Sie auf, und dann kam halt nichts außer irgendwelches Gesumme. Naja, so, das war so, passen Sie auf sich, und dann hat sie so ein bisschen wieder ihr Mundwerk geschlossen. Okay. Okay. Ja, ist okay. Ich bin so stolz auf Sie. Das ist mein Mädchen. Also, wir machen es ganz einfach. Wir machen es mal eben ganz einfach. Wir sind gleich durch. Mhm. Es kommt gleich nur noch eine einzige kleine Sache. Wo ich darüber überlegen bin, ob wir das eventuell zu Beginn der nächsten Sitzung machen können. Aber gut. Wäre schön, wenn Killian bei ist. Es ging um den Encounter, den ich noch vorbereitet habe. Den kleinen. Wäre schön, wenn Killian bei ist. Weil ich habe nämlich eigentlich keine Lust mehr. Ihr kommt zu den Hafen, also. Nikolas, du gehst zu den Hafen an, berichtest das, kriegst das auch irgendwie geregelt. Die räumen den Turm leer. Die Adlige ist sehr pissig auf euch. Das könnt ihr auch die nächsten paar Tage merken. Das merkt ihr alleine schon deswegen, weil einfach sämtliche Sachen für eure Taverne, also Handwerker brauchen länger, Lieferzeiten, ihr kommt ständig in Schwierigkeiten mit, dass die Lieferanten nicht pünktlich kommen. Es werden verschiedene Desinformationskampagnen gegen euch gestartet, also kann man da irgendwie gegenarbeiten? Auf dem politischen Wege, und das beherrscht sie relativ gut. Also ihr könnt natürlich offiziell Beschwerde beim Rat einreichen. Aber Malis weiß, wie schwerwiegend dieser Weg ist, und ja, er wird trotzdem eigentlich. Alles gut. Und, ich meinte vielleicht so ein schlechter Ruf bei den Adligen irgendwie durch meinen Namen. Ich werde auch mir den Beschwerdeweg über den Graustab mitlaufen lassen. Also, der Punkt ist, ja, dein Name bringt auch ein bisschen was, aber da es hier nicht Baldur's Gate ist, sondern Waterdeep. Nicht so viel. Ist es so, dass die Anliegen vielleicht vor allen anderen bearbeitet werden, aber gleichzeitig meinte ich damit, ist, sie kennt natürlich auch die ganzen Wege und kann natürlich alles Mögliche machen, um eure Beschwerde natürlich zu blockieren, ne, durch bürokratische Abläufe und sonstiges. Okay. Ne, also, außerdem muss das natürlich auch erstmal bewiesen werden, ne, wohin das kommt, weil bisher, ihr könnt euch schon denken, dass es von ihr kommt, aber ihr müsst natürlich auch beweisen, dass sie das macht. Und das ist natürlich schwierig, weil sie natürlich, ne, also da müsstet ihr Beweise sammeln für. Also ihr könnt natürlich sagen, die hat das, aber gemacht, aber dann fragen die Beamten auch, also es wird halt geprüft, es wird eine offizielle Untersuchung eingeleitet. Und das meinte ich damit, man es weiß, die verlaufen meistens ins Leere. Der Grafen in Fenris sich da. Aber auch wenn du über die anderen Leute das machst, auch da musst du Beweise liefern. Einfach nur zu sagen, sie war das. Bringt halt nichts. Es wird am Ende, genau. Aber ihr merkt halt schon, ihr Leben ist ein bisschen anstrengender geworden. Ihr werdet halt auf politischem Wege ein wenig boykottiert oder sabotiert in dem Rahmen dessen, was halt auch irgendwie legal ist. Ja. Gehen wir zurück komplett zur Taverne ohne Encounter wegen Heiler oder?
Also, der Encounter würde sowieso erst ein paar Tage später kommen und das, okay. Das ist halt die Frage, ob ihr den jetzt noch eine halbe Stunde spielen wollt oder ob wir einen Cut setzen. Nee, ich wollte nur wissen, ob Ausruhen reicht oder ob ich jetzt wirklich zum Heiler muss. Also das ist, ja. Rollenspieltechnisch wäre es halt ganz gut. So muss es, also regeltechnisch musst du es nicht, aber ich finde es immer ganz schön, okay. Wenn man sowas herausspielt. Auf jeden Fall könnte ich das dann, dann nach dem Cut mit dem Rollenspiel, dass ich noch zum Heiler gehe. Auf jeden Fall passiert noch Folgendes, und zwar würde dann die Hafner irgendwann zu euch kommen und die Stadt mitteilen würden, dass die Stadt euch für eure Mühen eine Belohnung zugedacht hat. Wie? Und zwar... Jetzt muss ich mal eben einmal kurz nochmal lesen. Jeder von euch bekommt eine Belohnung in einer, in einem prozentualen Wert des Schatzes zugedacht. Das sind... Da, warte. Ich habe das eigentlich sonst im Kopf gehabt. Achso, ja, ihr dürft ein Zehntel des Schatzes bekommen, wenn ihr wollt. Ich würde es Ausschlang und Nikolas wahrscheinlich geben für die Schulden. Nikolas? Hm. Der Schwarz, hier nicht der Schwarzschab, Die Hafner meinst du? Genau, eine Myrt kommt zu dir und sagt so, ja, der Rat hat entschieden, dass ihr ein Zehntel des Schatzes behalten dürft als Belohnung. Okay. Wie reagierst du? Unabhängig der Summe muss ich es eigentlich ablehnen. Mhm. Also meine erste Frage ist, wie sieht es um meine Schuldenbegleichung aus? Eher um die Schulden, das ist alles okay. Schulden habt ihr nicht mehr. Ich hab dem Drachen leider was versprochen. Ich möchte deine Antwort haben. Nimmst du das Geld an oder nicht? Ich nehme das Geld nicht an. Nein. Gut, Nikolas nimmt es nicht an. Mirrel sagt auch, sie nimmt es nicht an. Miusa. Ich sage, nimmt das Geld und gibt es denen, die es besser brauchen. Ich brauche es nicht. Okay, du schlägst auch aus. Marlies. Ja, wie sonst es den Leuten geben, die es mehr brauchen. Ja. Es wird nur angeguckt, so. Ja, vorhin bei ihrem Onkel. Ich würde nur sagen, so, in den Hafen sind viele Leute, die es mehr brauchen. Okay, du lehnst ab. Galmar. Kann ich es heimlich annehmen? Nein. Dann nimmt's Galmar öffentlich an. Gut. Fenris müssen wir noch abwarten. Naja, Fenris müssen wir noch eben abwarten. Galmar würde dann, ich muss mal eben kurz rechnen, wie viel du dann bekommst. Du bekommst 8.300 Gold. Kann ich wenigstens eine Dame ausbezahlen. Wie viel war das? 8.500? 8.300. 8.300. Weil euch 6 wurde eine Gesamtsumme von 50.000 zugedacht. Okay, dann beenden wir diese Sitzung und sehen uns dann nämlich beim nächsten Mal schon in der Fortsetzung im Dungeon of the Mad Mage wieder. War sehr schön. Es ist jetzt auf einmal so stille. Gute Nacht an den Stream. Ich sitze hier so und denke mir so, okay, was ist denn, warum sagt keiner was? Was ist los? Was ist passiert? So, ich guck mal eben, ob ich jemanden raiden kann. Was sich noch was lohnt.
Ach, guck's mal, ja, schau auf ihn, NATO ist wieder online. Das finde ich gut, das machen wir doch mal. Ach, vorher muss ich noch was einlösen. Ja. Was löst du denn noch ein? Ah, 20.000 Punkte. Ah, okay. Dann schicke ich mal rüber. Seid lieb, seid artig. Und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel, ne? Und gute Nacht. Mhm. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So, jetzt sind wir weg.